Dein Design ist Partner des heutigen Streams. Ich freue mich sehr, Dein Design schon früher auch die ein oder andere Handyhülle bei mir im Merch-Shop gab. Es gibt für alle Handymodelle hier Handyhüllen. Mit Knossi 20 kriegt ihr 20%. Denkt dran, also wenn sich jemand was gönnen möchte, ne? Ich würde ein dickes Case nehmen, ne? Dann wollen wir mal gucken, wie das auf dem Handy wirkt. Das ist schon so perfekt. Und oben haben wir Spielraum. Adam, und oben haben wir noch Spielraum. Ich schwöre, pass auf, ich will, braucht keiner sagen hässlich. Ich sage dir nämlich, das Witzige daran ist, das hat eine Geschichte für uns, Adam, weißt du noch? Buh. Wo ich mich totgelacht habe bei Max. Buh. Buh. Okay, Freunde, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr euch gönnen wollt, 20% mit Knossi 20, macht jemanden glücklich zum Valentinstag, schenkt jemanden eine Handyhülle. Seven vs. Wild natürlich. Alter, ich sehe mich schon, wie wir im August aufs Finale reagieren. Ja! Ja! Wir machen Seven vs. Wild. Wir verlängern Seven vs. Wild, aber ins Unermessliche. Wir nehmen daraus das volle Ding mit. Wir machen daraus anderthalb Jahre. Nicht immer das andere schnell alles durchziehen. Wir ziehen durch. Wir gehen rein. Hier ist Fritz Meinecke. Hier ist Staffel Nummer 3. Hier ist Folge Nummer 7. Endlich ist sie raus. Seit 24 Stunden. Wir dürfen jetzt drauf reacten. Kleiner Spaß. Ich halte mich jetzt dezent zurück und gucke jetzt das Ding an. Ich lehne mich jetzt zurück. Kommen die? Nein, ich lehne mich, warte. Alright, Freunde. Es geht ab. Expedition für heute startet. Boah, die haben Bock. Wir versuchen, erneut zum Meer zu schaffen. Zum Meer. Zu den Fischen. Wir haben alles mitgenommen, Freunde, für Leine. Wir werden so eine Troutline, heißt es so, ja, ne? Ja. Also quasi eine lange Schnur mit mehreren Angelhaken auswerfen. Wir haben zwei Stellnetze dabei. Und wir versuchen heute mal... Hey, die hatten auch Netze dabei, Stellnetze. Okay, unsere, ich würde jetzt nicht Stellnetze bezeichnen, aber wisst ihr, wo ich mich so gefreut habe? Hey, wisst ihr, was mich so gefreut hat? Ich habe das letztens gesehen und habe die Videos nacheinander gezeigt gekriegt. Das hat mich, wie Akif mir vor der zweiten Staffel die Netze im Livestream bringt und mir das erklärt. Und danach kam ein Clip, wie wir uns freuen über die Netze. An dem Fluss entlang. Und jemand hat auch hochgeladen. Ich glaube, die Schwester oder die Mutter von Akif hat gefilmt, wie ich bei ihm zu Hause bin. Das war auch bei TikTok. Ich war bei denen zu Hause. Der sieht echt unfassbar schön aus. Scheiße. Ich hoffe, dass wir nicht durch Wasser müssen. Das ist ja der Bruch. Und ich hoffe, dass es allgemein etwas einfacher geht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird, wa? Was wird? Zu den Fischis. Boah. Zieh dich das rein. Jackpot, Mann. Da ist auch eine so irgendwie ein bisschen verschimmelte dabei, aber juckt. Ah, die Survival Berry. Die werden sich jetzt reingeballert noch. Na gut, baller sie die rein. Baller sie Alter, die rein. Wir haben gerade ungelogen eine halbe Stunde oder so hier alles tot geerntet. Junge. Aber ich glaube, der Weg hier ist es nicht. Nee. Wir werden umkehren jetzt und am Fluss lang gehen. Vielleicht ist das wirklich der Way. Ruhe. Timok, du hast das drin? Hast du den Clip drin? Ruhe, wo sind die? Ruhe. Bruder, was zum Fick ist das hier? Also ich würde 5 Euro drauf wetten, dass wir den Spot haben mit dem beschissensten Weg zum Meer. 100%. 100%. Hey, die Frage ist halt, wir sind halt nicht so weit gegangen, ne? Die Frage ist halt, wie weit gehst du weg vom Meer? Wer wäre von euch am Meer geblieben, relativ nah und hätte gesagt, komm, wir gehen lieber nicht so weit, weil wir bleiben mal lieber... Guckt euch an, hier überall so riesige ist halt die Frage, Bäume. Trimax ist auch direkt am Wasser geblieben halt, ne? Ist halt krass, auch immer eine Gefahr. Das ist wirklich faszinierend auf eine Art. Wenn ich hier nicht den Weg gehen müsste zum Meer, um zu angeln, würde ich es gerade krass feiern. Ich find's leider also, nicht. Ich hätte es euch so gern gezeigt. Ich find's leider nicht. Ungeil. Aber egal. Machen wir. Ich hoffe jetzt, wenn wir über diesen Hügel hier gleich sind, der vor uns ist, dass es dann nicht mehr so weit ist. Bei so jeder Bewegung, die man macht, geht der Puls so direkt unfassbar krass hoch, ne? Oh, Alter, das ist so... So drei Leute sind noch am Leben in Battle Royale. Stuff. Vom Puls her. Wow. Und ich bin irgendwie gespannt, wie wir das die Tage machen sollen, weil heute geht es auf jeden Fall noch. Rückweg geht auch noch. Morgen vielleicht auch noch. Ah, was? Aber
Ich sage ehrlich, eigentlich, wenn man ehrlich ist, geht's auch heute schon nicht mehr. Das ist gerade so auf Krampf, was wir machen. Warte mal, wir sind Folge 7. Welcher Tag sind wir? Welcher Tag sind wir? Ist doch erst Tag 3. Tag 3. In Folge 7, Tag 3. Am Ende, glaube ich, werden die Folgen relativ zügig werden, weil das ein oder andere Team dann nicht mehr dabei ist und so weiter, ne? Aber Tag 3, die Frage ist halt, ja, da haben wir noch gar nicht mit der Anstrengung angefangen, halbwegs, ne? Waren wir noch entspannt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bro. Ich kann fast meine Füße nicht mehr heben, teilweise. Es ist super gefährlich alles. Ja. Also gefährlich ist es auf jeden Fall. Puh. Boah, ich habe mir gefühlt jedes Szenario ausgemalt. Jo, Tiere nachts, ich kann nicht pennen und so. Aber? Und es ist alles gefühlt andersrum gekommen. Ist alles anders. Ich kann nachts übelst gut pennen. Wir haben nichts gefühlt an Tieren. Und in meinem Kopf waren wir an so einem Fluss oder so. Und hier müssen wir jetzt ultra weit zum Meer laufen. Ja, schreibt jemand im Chat, ist doch auch unfair, wenn die 2 Stunden zum Wasser laufen müssen vom Meer. Ey, man kann sich ja den Spot frei aussuchen. Also, das Ding ist auch, eins ist klar, das kann ich euch auch sagen an der Stelle. Man denkt immer, man weiß, wie es da aussieht, aber in Wirklichkeit ist da ganz anders. Ich kann jetzt von keinem Team, außer von meinem eigenen, wirklich sagen, dass ich rund um 500 Meter genau weiß, wo rechts was lang geht, wo links was lang geht. Das kann man nicht. Das kann man nicht, außer du warst selber dabei. Es lässt sich gar nicht wirklich beurteilen. Und ich glaube, dass jeder von uns einen anderen Spot sich da ausgemacht hätte. Jeder von uns hätte irgendwie was anderes gesehen, wo er gesagt hätte, ich schlafe heute da. Das ist eher so eine Stelle, die finde ich gut. Wisst ihr, was ich meine? Das Meer. Hier ist es. Wir haben es. Ich sehe es. Okay. Oh mein Gott, das haben wir so lange nicht mehr gesehen. Jedenfalls nicht von so nah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Prinzipiell hätte man auch hier bleiben können. Wisst ihr, was ich meine? Prinzipiell hätte man einfach hier bleiben können. Ne? Die Frage ist, wo war deren Trinkwasser? Ist halt die Frage. Vielleicht ist ja nochmal irgendwo was anderes zum Saufen da. Ne? Aber du kannst dir ja selber aussuchen. Wir mussten auch immer hochkraxeln und so weiter. Ne? Pass auf, Bruder, hier geht es sehr, 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 sehr tief runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das ist Kacke, durch die Bäume durch. Oh. Oh. Das tut auch weh. Das ist die Seezunge. Es tut auch weh. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ey, ich habe gerade was ganz anderes gehört. Ich hatte gerade kurz, wisst ihr, welchen Sound ich gerade gehört habe? Oh. Guck mal, als diese Musik einsetzt. Wir gestartet sind. Oh mein. Ich hatte den Gong der Tagesshow. Auf einmal Gong. Ich dachte, Alter, ist doch irgendwas an? Wisst ihr, was ich meine? Gong. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Wer hat es auch? Ich bin nicht der Einzige, ne? Siehst du, Maschulo hat es auch. Enjoy nochmal. Oh, da ist die Seezunge, an der wir gestartet sind. Oh mein Gott. Habt ihr gerade den Clip bei TikTok geschickt? Ja, aber kommt nicht rein. Nachrichtenanfrage, es lebt bei mir nicht. Oh mein Gott. Sag mal, wie das Video heißt. Oh mein Gott, das ist so schön. Oh, sieht schön aus, gell? What the fuck? Sieht schön aus, gell? Oh, oh mein Gott. Schön aus. Ah. Krass. Krass, der Scheiß. Bro. Die haben uns gefickt. Leute, ist wirklich. Wir sagen das so oft, weil wir im Kopf die ganze Zeit diese Überlegungen hin und her überlegen und sagen, übersehen wir was, wie können wir das machen, okay. Aber wie sollen wir das schaffen? Also es war heute danke. Schon ein Limit bei mir. Smoke, ich wie hab's, sollen wir danke. Das schaffen, an Tag 10 hier hin und zurück zu laufen? Erst wenn es soweit ist. An Tag 11, 12. Ey, warum ist es halt experimentmäßig rausfinden? Mache. Schmeckt halt salzig, wie so ein Sushi-Blatt. Ehrlich, schmeckt so, als könnte man es essen. Kannst nicht fressen. Ich kann es nicht, geht nicht. Geht ja, nicht, Chat, geht stell nicht. Dir vor, nicht denn geht nicht, dann das müssen also wir nachdrücken, wenn wir kotzen. Boah, fuck. Es geht nicht. Risiko. Es geht nicht. Oh, wie traurig, warum wird das bei denen jetzt schon so sentimental an Tag 3? Wie traurig wird das untermalt? Na? Diese Wellen an.
Mann, wie sollen wir da aus dem Fisch fangen, Bro? Ich will auch nicht die ganze Zeit einfach nur rumheulen, aber scheiße, ey. Also sag mal realistisch, Bro. Ich will jetzt nicht der Guy sein. Aber alles, was wir hier reinwerfen, ist weg. Und es ist Ebbe, Leute. Das wird noch schlimmer. Was man halt machen könnte, ist hier drüben, ist vielleicht ein bisschen eine seichtere Stelle, wenn wir ganz darüber laufen. Ey, mich hat eine Nachricht, jetzt fällt mir etwas ein, die hat mich so traurig gemacht für denjenigen, der mir die geschickt hat. Ab und zu gucke ich ja so rein in Nachrichtenanfragen bei Instagram und da schreibt einer, ich habe irgendetwas gepostet von irgendwas, irgendein Ausschnitt von Seven vs. Wild, vom Meer, Boot fahren oder irgendwas war's. Und sagst du in der Story vor, Leute, jetzt genießt mal eine Woche, eine Minute richtig Ruhe und unterlegt das mit Musik und die Leute können so ein bisschen durch die Insta-Story in die Ferne schweifen. Und dann schreibt jemand, kannst vergessen, ey, ich würde niemals irgendwo einsteigen, wenn ich das schon sehe, furchtbar, ich bleib hier zu Hause und guck es mir im Fernseher an. Und dann habe ich so gedacht, Alter, ich muss dem Jungen antworten und habe ihm so, ey, klar gemacht, du musst, also das Einzige, was ja in diesem Leben wirklich lebenswert ist, ist, sich Sachen anzuschauen und du gehst ja bei einem Flug oder so kein wirkliches Risiko ein oder sowas, so, dass der so Angst hat, dass er sein Leben, so Angst auch auf die Straße zu gehen. Und das hat mich so traurig gemacht. Dann habe ich dem Jungen geschrieben und habe gesagt, stell dir vor, wir beide sind am Ende unseres Lebens in einem Zimmer auf dem Sterbebett. Was glaubst du, was die Dinge sein sind, wenn wir uns unterhalten, die du dir vorwirfst, dass du doch all das hättest machen sollen? Weißt du, was ich meine? So, du würdest gerne, er hat mir so in der Nachricht gesagt, er würde gerne, er bleibt hier. Und er guckt sich alles nur im Fernsehen und im Video an. Das hat mich wirklich traurig gemacht. Ey, mach das nicht. Sondern, ey, dann ist mir doch wirklich mein Leben, dann riskiere ich doch, also, um etwas zu erleben. Geht raus, habt Spaß, genau. Das fand ich wirklich traurig. Aber der Junge hat so eine, also das war auch so eher auch schon so, nicht nur Flugangst, sondern auch Sozialphobie und nicht rauszugehen und so. Macht das, ne? Denkt das. Ihr werdet an eurem Lebensende da sitzen und die Dinge, die ihr bereut, ist nicht das, was ihr euch euer Leben lang gewünscht habt. So Sachen wie, oh, Geld oder so. Ihr werdet nicht da liegen und denken, oh, Geld hätte ich gern gehabt oder so, weißt du, und das. Sondern ihr werdet denken, hätte ich mal das noch gemacht oder das hätte ich gerne mir angucken sollen. Das wollte ich mir anschauen, habe ich nie gemacht. Hätte ich nicht so viel Zeit vorm Fernseher verbracht oder sowas. Das werden die Sachen sein. Geht raus. Ich musste euch das mitteilen, weil es hat mich echt, normalerweise so Kommentare und Nachrichten, da nehme ich mir nichts zu Herzen. Aber das, wenn jemand so sein Leid so mir wiedergibt, das fand ich wirklich, das hat mich echt, das fand ich wirklich traurig, ne? Nicht immer nur gucken. Es wäre halt geil, wenn in einem von diesen Becken so ein Fisch drin gefangen wäre. Ja, hab ich auch schon gesagt. Es wird nichts passieren. Ey, ich setz mich mal kurz eine Minute hin. Ja, setz dich hin. Hab ich auch immer gern gemacht zwischendurch. Ich glaube, ich bin gerade eins vor Wein, Mann. Oder jetzt schon? Warum? Warum? Scheiße. Wir müssen das auf No-Food durchziehen. Ja. Oh, jetzt wird ihm bewusst, wir haben nichts zu essen. Big Tasty Pig! Mann! Mit einer Cola dabei! Pommes dabei! Süß-Sauer-Soße dabei! Und 6er Chicken Nuggets! Und der andere, ja! Und die Apfeltasche noch dabei. Oh Mann. Und dann am Heulen oder am Machen. Oh. Ja, ey, wenn einem bewusst wird nach 3 Tagen, wir werden jetzt hier wirklich die nächsten 11 Tage auch nichts fressen. Monopoly-Sticker dabei. Oh Mann, ey.
Ja, das ist so. Aber davon sind wir ja, Sascha und ich, wir wussten ja schon im Vorhinein, dass man davon ausgehen muss, dass man nichts zu fressen hat. Ne? Das ist ja einfach so, ne? Ey, und ich weine einfach. Ey, ja. Aber ist doch auch schön, wenn die Gefühle rauslassen, oder? Sagt ehrlich. Oder? Guck mal. Mann, Digga, ich will es unbedingt schaffen. Aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen ohne Essen. Boah, Digga, wir fangen hier nichts. Ich weiß nicht, wie wir das aufpullen sollen mit unseren 1 Meter Stillen. Da fängst du nichts. Da fängst du wirklich nichts. Keine Chance. Aber ey, warte mal, gib nicht auf. Ihr habt's aber wirklich, ganz ehrlich, bei uns war es ja auch wirklich Recherche, tagelang beobachten alles. Hier und da gucken, Fischschwärme, kleine Fischschwärme, irgendetwas gucken. Das ist nicht einfach nur getan, so, ich will nicht wie ein Klugscheißer wirken. Ich hasse Klugscheißer. Aber das Einzige, was wir jetzt gesehen haben, vielleicht hat man es nicht gesehen, die beiden gehen auf den Stein, hier fängst nichts. Ich setz mich hin. Ah! Ihr müsst doch auch beobachtet erstmal, guckt mal, geht richtig hin, lauft mal vorne bis an Felsen, guckt euch jede Stelle an und dann umfunktionieren, versuchen, weißt du, was ich meine, versuchen, einfach mal alles angucken, das ist zu schnell aufgegeben. Also vielleicht haben sie es auch gemacht, man hat es nicht gesehen, ne? Lemon Rizzi, wenn der hinten sitzt, ey, wirklich. Bud Spencer und Terence Hill, Alter, da sind sie. Bruder, Plattfuß, Alter, da hinten ist. Wenn er noch heult, mich nimmt's richtig mit, wenn er da sitzt und den macht. Bruder, der Kollege Plattfuß, Alter. Vielleicht sollten wir es einfach trotzdem versuchen. Müssen wir. Ja, einfach reinschmeißen. Müssen wir. Müssen wir. Ich glaube, die beiden würden auch nie wieder mitmachen, ne? Oder? Haben die nicht mal was gesagt, die würden nie wieder mitmachen? Lass uns zusammenreißen und diese Leine ausspannen. Nie wieder. Tag 3 und ich bin gebrochen, ey. Muss noch nicht sein. Also ich meine, versteht das nicht falsch, ne? Wir machen trotzdem weiter. Aber ich will weiterkommen als Tag 7. Wie findest du die beiden? Super. Also, ich finde die beiden auch menschlich gesehen, ich verstehe mich gut mit denen, ich mag die. Ich habe mit Lemon Reezy, wir haben uns gut verstanden, super. Ich komme mit denen gut aus. Aus meinem Blickwinkel, so wie ich, vielleicht ist es ja immer auch ein anderer Blickwinkel, als den ihr habt, wenn ihr die Leute von außen betrachtet, aber das sind gute Jungs. Das sind echt gute Jungs. Da, Ruhe! Jetzt kommen sie! So, wir bauen jetzt eine Meeresangel. Das ist so die Uhrzeit, wo dann die größeren Fische, weil man erkennt das einfach immer an den Möwen. Das ist unsere Hoffnung. Das wird der Schwimmer sein. Und wir haben nicht geheult. Kein Problem, Alter. Ich gehe so rein. Ha! Ich hol einen Wal. Ha! Sascha ist schon wieder ganz im anderen Modus. Guck dir Sascha an. Der will ganz anders jagen. Was macht der da hinten? Das ist unsere Hoffnung. Das wird der Schwimmer sein. Ach, der Schwimmer. Gut. Und wir brauchen einfach die Möglichkeit, weit rauszukommen. Deswegen ein großes Blei, damit wir richtig schön weit rauswerfen können. Wenn wir heute einen Fisch fangen, das wäre so schön. Ja, das wäre geisteskrank. Boah. Entweder gibt es heute Feuer. Wie findet ihr die Idee? Und Brühe? Ich sag dir ganz ehrlich, es war meine Idee. Ich dachte, Alter, wir können ja hier nicht. Eine Angel, wie sieht eine Angel aus? Guck mal, überleg mal, wie ich denke, Feier. Wie sieht eine Angel aus? Groß, lang. Warum ist die lang? Damit du weit so schmeißen kannst. So, also, muss Gewicht dran und wir, zack, zack, die Angelschnur rollt sich von dem anderen Ding ab. Das muss so schwer sein, raus, der Schwimmer muss stabil sein, das Gewicht muss schwer sein, damit wir weit rauskommen und der Schwimmer, der Stamm, hebt das Ganze, damit das nicht untergeht im Wasser. Und dann raus. Und dann die Schnur, die aufgewickelt ist, auf einem anderen Stock, gerade machen, so. Das war meine Idee, um weit rauszukommen, ne? Wie findet ihr das? Ich muss kurz das Blei ablegen, sonst reiße ich mir den Haken rein. Feuer mit Brühe oder Feuer oder mit Fischsuppe. Mit Lachs oder ihr... Es ist Lachs? Ja, was für eine Sorte, gell, sag ehrlich. Ja, guck mal. Uns ist scheißegal. Nein, ich würde sagen, Lachs schmeißen wir wieder zurück.
Heute kein Bock auf Lachs. Heute kein Bock auf Lachs. Okay, wir melden uns gleich vom Wasser. Boah, fall hier nicht runter, sonst ist Game Over. Fallen wir hier rein, nicht vorbei. Das Problem, das ich sehe, ist halt wirklich die Algen. Du siehst doch selber, hier ist auch keine Chance zu angeln. Guck dir das an. Diese Algen schwimmen hier überall. Das Wasser ist unruhig. Wir sehen da hinten diese Möwen. Alter, dieser Blick jeden Tag. Ich kann es nicht glauben. Müsst ihr euch aber vorstellen, wie schön es teilweise war, weil hier immer Wale. Habe ich schon mal die Geschichte erzählt von der einsamen Robbe? Ja, gell? Wie nur noch eine da ist. Ruft nach Freunden, keiner kommt. Aha, Bruder, das war wirklich mein herzzerreißend, war das alles. Das war wirklich herzzerreißend. Ne? Aber wisst ihr, was ich meine? Und dann ist unser Ding, warum sind Möwen da? Warum sind die Tauben da hinten? Erklärt mir mal. Wieso sind die da? Was machen die da? Und die kamen jeden Tag. Mal waren sie da, später sind sie hier rüber. Was sammeln die da ein? Also gehe ich mal davon aus, dass unten drunter Jäger sind und kleine Fische nach oben treiben. Also das war unser Ding. So haben wir gedacht. Dass da alles hängen bleibt. Fischschwärme, ja. Machen wir mal den kleinen Test. Einfach mal den Mach mal einen Test. Guck, okay, bist du bereit? Erster Wurf. Erster Wurf, go. Ja? Geht. Funktion geht. Funktion ging schon mal, wie ich es mir gedacht habe. Boah, knapp. Aber Konstruktion? Konstruktion, die gute Konstruktion. Jetzt gilt es, weit rauszukommen. Da, wo die Möwen sind. Da. Überall da wird gejagt. 300 Meter. Das war weit. Das war weit. Ey. Das Ding ist auch, das kann ich euch auch sagen an der Stelle. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was jetzt passiert, aber die Schnur, meine Frau hat diese Schnur aufgewickelt. Und wir haben uns natürlich beim Schnuraufwickeln nicht die Gedanken gemacht, dass wir das so zweckentfremden könnten, damals noch nicht, dass das ja sauber gewickelt sein muss und dass das sich abrollt. Wisst ihr, was ich meine? Wie kommen wir da hin? Wir haben einen Versuch. Ah, jetzt habe ich umkonstruiert. Ich habe es noch schlauer gemacht dann. Ich habe gemerkt, es geht nicht. Ja, ja. Hat man nicht gesehen. Ich erinnere mich nur vage, dass es immer hängen geblieben ist. Dann habe ich einfach schnurlose hier reingefächert. Hat ewig gedauert. Lose, habe mich hingesetzt, lose reingefächert. 50 Meter oder so. Lose rein, dass sich das locker abrollt. Gut. Kurz Angelmaschine gebaut, ja. Der Schnur hier in etwa in die Plastikflasche gerollt. Das hier behalte ich in meiner Hosentasche. Das dürfte, wenn wir auswerfen, eigentlich aus der Flasche abrollen quasi, wie eine Angelrolle. Ich hoffe, es verändert sich nicht. Ich habe es ganz soft aufgelegt. Wir haben einen einzigen Versuch, ansonsten ist das alles weg. Bleib ja, das, weißt du, das kriegst du nie wieder so aufgewickelt. Ne? Das ist dann ist am Arsch. Also das wirst du nicht mehr. Das ist, kriegst du nicht mehr, diese feine Schnur und sowas. Was wir als Köder benutzt haben, haben wir, glaube ich, nicht gesagt hier. Klossis Unterhose, grüß dich. Endlich wieder, ich hol's nicht mehr aus. 3 Tage bist jetzt da unten, du bleibst. Okay, pass auf. Ich sag euch, was wir genommen haben. Ich sehe das an dem Fisch. Dieser Fisch, den habe ich davor von Affe gekriegt, habe mit ihr getauscht gegen Wirbel. Wir haben so Tauschgeschäfte gemacht, davor wie im Knast früher. Erinnert ihr euch? Da war der alle mal gesessen, 4 Jahre, jugendhaft. Da wurde ich aber beim Kickern richtig stabil. Ja, boah, 4 Jahre. Warum seid ihr gesessen? Nein, Spaß, ich war nicht im Knast. Pass auf. So, ich habe getauscht Wirbel, weil die es nicht hatte, ein paar Wirbel gegen diesen Fisch, weil die hatte einen mit Knoblauchgeruch. Nee, mit Nussgeruch, glaube ich. Gut, da habe ich gedacht, probieren wir das. Hier in den Algen hängen, ist Game Over. Wir müssen ja, keine Chance hier. In die Richtung werfen, es sind überall Algen, da springen die ganze Zeit Fische raus. Ah, oh je. Halt drauf. Wir halten drauf. Okay, let's go. Das 3, muss gehen. 2, 1, komm! Ja. Jawohl! Geil! Leck mich am Arsch, es hat geklappt. Heb die Flasche fest, es hat geklappt, die Scheiße hat geklappt. Boah. Der Fisch schwimmt unten, es hat geklappt. Boah. Wenn da was beißt jetzt. Das hat geklappt mit der Flasche. Pass auf. Komm hoch. Problem ist, das Ding ist so schnell weggeschwommen. Ja, die Schnur ist jetzt in den Algen. Scheißegal. Bleib da drin. Boah, da springst du gar nicht. Ich sehe sogar unseren Fisch. Schau, das Da schwimmt. Genau richtig, das wir sind genau richtig. Wie fandet ihr die Idee? Also ich glaube, ist doch nicht schlecht. Man muss bloß den richtigen Köder haben und halt wissen, was da schwimmt. Der Köder ist draußen. Hängt irgendwo an den Algen. Was mir am meisten Sorgen macht, was mich richtig aufregt, dass die Möwe weg ist. Verdammt! Ist jetzt hier fertig, die Fangsaison? Die Möwen sind weg. Ja, was heißt das? Ich kann das auch nicht deuten, ne? Überleg mal, wir waren richtig nah dran an den Lachsen, gell? Ja. Also... Es könnte echt die Taktik sein, mit der wir hier zum Erfolg kommen. Es ist immer viel Arbeit. Jetzt müssen wir erstmal entknoten, Leute. Oh. Jetzt dauert's. Ja? Und viel mal. Nein, die Möwen. Ihr denkt, weil wir so laut gewesen sind. Die Möwen, das war denen egal. Die sind immer irgendwann halt einfach alle schwarmartig
weggeflogen. Die waren da für eine Stunde und dann sind sie schwarmartig wieder weg. Ich kann dir es bis heute nicht sagen, weil einige fragen, weißt du bis heute warum, was ist mit den Möwen gewesen? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Nein, ne? Dann sind das überhaupt Lachse, die da unten gejagt haben? Welche großen Fische waren das, die da gejagt haben? Das wissen wir nicht. Wir wissen es einfach heute. Wir wissen es, wir werden es einfach niemals erfahren. Niemals wissen. Leider. Materialrisiko, jedes Mal. Jedes Mal, egal. Ein Fisch und dafür das verlieren, wäre es mir wert. Dann essen wir die. Dann essen wir den Salat. Ja, hat er keine Kalorien, oder? Das bringt halt nichts. Genau. Das bringt uns halt. Salat schon von der Bizeps. Das bringt uns nichts. So eine See, wir können das alles probieren. Das können wir alles essen. Aber so weit sind wir noch nicht, glaube ich. Sind wir schon so weit? Mir wäre eine Muschel lieber. Eine Muschel. Es soll eine Muschel sein. Mach nicht bei den Muscheln schlechtes Gefühl. Aber wenn uns die umbringt, ja. Zur Hauptspeise. Hey, es war doch große, große Diskussion. Ne? Kann man diese Muscheln fressen oder nicht? Ne? Ey, Sascha und ich saßen da. Wir haben diese Muscheln uns angeguckt. Es gab solche, ich weiß nicht, waren das auch Muscheln, die am Stein geklebt haben? Und es gab diese, die kennt man ja. Sind das die Muscheln, die man, das sind das die? Ihr wisst es besser wie ich. Diese ganz normale Miesmuschel ist das, ne? Und ich erinnere mich, wenn wir eine aufgemacht haben, oder ich esse sowas normalerweise nicht. Ich habe sowas, das hat mir noch nie geschmeckt. Aber wenn man die aufgemacht hat, waren die weiß, oder? Ihr kennt die, dass das weiß schleimig ist, ein bisschen Sperma-Konsistenz. So ein bisschen, und alles ist weiß. Aber die hast du aufgemacht und waren rot. Die waren rot. Mein Herr, Hammer, Miesmuscheln. Ja, servus. Die werden am Schneidebrett hier serviert. Das ist orange so, ja? Ey, das Schneidebrett lag ja, also kein Schneidebrett, aber das lag hier einfach rum. Das ist von irgendeinem Möbel. Ich liebe Möbel. Ja. Ich liebe Möbel total. Ja, wenn wir mal gucken, wir machen Feuer hier richtig, richtig schön. Wenn wir jetzt ein paar Treibholz spalten. Ja? Das ist der Plan. Und dann seid ihr live dabei. Wir haben unser Feuer. Ja, das kennt ihr ja, die Feuerbox, ne? Ey, die haben, ey, wurde das überhaupt mal gezeigt? Hat das irgendeiner gezeigt? Sind wir die Ersten, die Feuerbox zeigen? Also auf jeden Fall durften wir ja kein Feuer machen, ne? Es war nicht erlaubt, dass man einfach ein Feuer machen darf. Sondern es musste alles, wir mussten jedes Mal alles kleinhacken, Zunder da rein, anzünden. Das war, ja, es war ein bisschen blöd, ne? Weil wir haben uns alle vorgestellt, oder ich glaube ihr auch eins im Chat, dass wir dass alle ein großes, schönes Lagerfeuer machen. So. Und das brennt dann mal. Und das Ding hier, nur kleine Hölzer reinmachen. Und wir haben uns schon vorher ausgemalt, wir machen diese Technik, so haben wir es uns halt gedacht, wo wir einen Stamm immer wieder weiter ins Feuer schieben. Der brennt, glüht ab, wir schieben ihn immer ein bisschen weiter rein. Aber all das konnten wir nicht machen, weil die indigenen Völker nicht erlaubt haben, da Feuer zu machen. Und aus diesem Grund wäre Seven vs. Wild, hätte es fast gar nicht stattgefunden. Ne? Den Abend vorher war Krisensitzung, es findet nicht statt. Und morgens um 8 weckt man uns, schnell alle aussetzen. Keine Briefings mehr, nichts, Feuerbox, so könnt ihr, und raus. Das war leider dann alles, wie es dann am Ende. Keiner dran schuld, was willst du machen? Damit rechnet keiner, dass auf einmal, was willst du machen? Ist halt so. Ne? Ja, in der Flasche. Ja, Gott sei Dank. Ein schönes Feuerzeug haben wir in der Flasche. Richtig schönes. Ja, es war natürlich schlau, Feuerzeug mitzunehmen, Chat. Das war natürlich easy. Lieber Gasgrill, gab es auch die Diskussion mal, ganz kurz. Es gab zuerst die Diskussion, nehmt einen Gasgrill mit einer Gasflasche. Und dann, wir saßen einfach da. Sascha und ich haben nichts gesagt, das weiß ich noch. Das war so, am Abend, 0 Uhr, den Abend vorher, Krisensitzung. Der André, der Neue von der Produktion, der Vollchef, setzt sich hin, Max und Johannes nebendran, weil sind ja keine, die letzte ist ja jetzt anders, ne? Es ist nicht mehr Max und Johannes, sondern es ist André. So, wir sitzen alle da. Ja, folgende Option, ihr könnt alle mit dem Gasgrill raus, das Ding sieht so aus, Gasflasche. Und dann sagt Fritz gleich, nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, das ist, ich finde, wir können das nicht machen. Wir müssen rausgehen und mit unserem Feuerzeug Feuer machen. So, das geht nicht. Ne? Und dann hieß es, okay, dann findet es nicht statt und man versucht noch mit den indigenen Völkern irgendwie eine Einigung zu finden und Max und Johannes, Max wirklich geweint und sowas und ich denke, what the fuck. Survival Martin, wir standen im Gang, nichts zu fressen. Dave, weiß ich noch, Dave, ich bestelle jetzt mal eine Pizza. Gibt's ja noch was, er danach bestellt eine Pizza. Wir sitzen alle, Survival Martin die ganze Zeit in sein Zimmer, kotzen, wieder raus. Wieder ins Zimmer, kotzen, raus. Nervlich. Dem wurde so schlecht, durch diese ganze Hin und Her, was hier alles passiert, ne? So, es ist alles schief gelaufen, was da schief laufen kann.
Und Sascha und ich, weißt du was, Sascha und ich, unser Plan war, ich, Sascha, komm, weißt du was wir machen? Sascha, das findet jetzt hier nicht statt. Wenn Max sich gleich beruhigt hat oder Johannes, fragen wir, ob wir so einen Koffer haben dürfen mit so einer Kamera. Wir gehen da runter und machen wenigstens selber ein bisschen. Ja, das ist gut. Dann machen wir das morgen. Wir machen das selber, weil die Frauen kommen ja, die Flüge sind gebucht. Dann hätten wir, Sascha und ich hätten selber einfach irgendwo unten am Wasser in der Nähe, wir hätten selber gemacht. Wir machen selber, bis die Frauen kommen. Ja, das machen wir. Hätte ja auch gut gefunden, oder? Weil wir die Zeit ja irgendwie auch sinnvoll nutzen wollten. Wir wollten jetzt nicht da, wie läuft das ab? Die Flüge sind gebucht, es fliegt ja keiner heim, wir sind jetzt da in Kanada, ne? Ja, wäre doch, aber das war unser Plan dann, ne? Und dann ist doch alles anders gekommen. Morgens klopf, klopf, schnell packen, raus, Flasche, let's go. War ich im Wasser scheißen und war eh nackt drin, war bis zur Hüfte drin und hab hier das Cape rausgeholt. Und das ist jetzt super frisch, frischer wird's nicht. Du hast es schon mal probiert. Du willst das ganze Stück essen? Ich esse das ganze Stück, ja. Bei denen sieht das aber heller aus, das Ding, ne? Geht's so? Oder? Ist auch trocken im Mund. Das werde ich brauchen. Anders aus als das, was wir hatten. Wir haben keinen Süßwassersee. Das ist einfach unsere Nahrung jetzt, ne? Ja. Alter. Was? Das geht gar nicht. Wir haben nicht wirklich eine Wahl, ne? Das ist ja nicht ganz ehrlich, aber sag mal ehrlich, bei Trimax denkst du immer, man weiß es nicht, diese Emotion immer. Alter, kann gut sein, geil, oder kann auch ganz schlecht sein, scheiße. Das geht gar nicht. Es ist immer alles so die gleiche Tonlage. Man weiß gar nicht, wisst ihr, was ich meine? So, man weiß überhaupt nicht. So, die Emotionen bei Trimax sind mono. Wenn bei uns alles Stereo ist, ist es bei dem einfach mono. Roboter. Der hat keine Emotionen. Da ist nichts Emotionales in seinem ganzen Ich. Das ist immer auch so witzig, ne? Er steht dann da und man denkt, Alter, was meint er jetzt? Gut oder schlecht? Eine Wahl, ne? Ja, vielleicht müssen wir es doch unterspielen, wenn man mehr isst. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, wenn man Sachen unterspielt. Gell? Das kann das auf jeden Fall ganz doll. Naja. So, wir bauen jetzt hier gerade die erste Wand, dass unsere Köpfe, dass es nicht so zieht und nicht reinregnet. Die ganzen Treibholz. Was ich auch schön finde, ist deren komischer Bodenbelag. Dieser Sand, den finde ich auch richtig schön, oder? Den finde ich auch richtig, richtig, richtig toll. Ich finde das alles, was die gebaut haben, finde ich ganz super. Finde ich einfach super. Das haben die toll gebaut, ne? Ja gut, die haben eine Plane dabei. Das macht das Ganze ja natürlich auch wohnlicher. Das ist alles bei uns natürlich. Wer hat unser Haus schon gesehen? Unser Haus ist auch schön. Unser Haus wird auch schön. Richtig tief in der Erde eingegraben. Wird auch schön. Viel Glück mit dem Sand für die Stabilität. Die noch nicht, wir brauchen noch deutlich höhere. Wir sind locker 30 cm drin. Da braucht man echt riesen Stücke, die auch nicht zu schwer sind, dass wir die hierher tragen können. Wir gehen, glaube ich, gleich nochmal los. Hallo Kackbär. Du bist der beschissenste, jeder Bär, der hier ist der allergrößte Loser auf dem Planeten. Du hast einfach 37 Revierkämpfer am Stück verloren und musst jetzt hier im Sumpf hocken. Dich. Wenn ihr jetzt hier einen seht, ich sprinte zu dem Home und ziehe einen Kieferhaken. Und das war bei mir, selbst dass wir auch den Wolf gesehen haben, ne? Selbst dass wir den Wolf gesehen haben, waren die Tiere für mich nie, ich bin da trotzdem durchgelaufen, es war für mich nicht da. Das ist halt irgendwie, es war für mich nicht, die sind zwar da, aber das hat für mich nie eine Rolle in meinem Kopf gespielt, da könnte jetzt eins sein. Nie. Weil der so ein Loser ist, Alter, der würde doch nicht mal gegen eine Nacktschnecke sein Revier verteidigen. Ist er jetzt gerade fröhlich? Also jeder Bär, der hier langkommt. Ja. Ist der größte Versagerbär. Ich weiß nicht, was die ersten Bär hier ist. Frösche. Frösche und Molche, weil er so kacke ist, dass er nicht mal einen Hasen kriegt. Der ist so leicht, du wirst begeistert sein. Ja, wollen wir den zum Baum benutzen oder für Feuerholz? Können wir auch echt mal probieren, wenn das Feuer heiß genug ist, brennt der Scheiß vielleicht. Ich meine, es ist morsch und trocken.
Wenn ich die Bilder so sehe, Alter, habe ich schon wieder Bock auf Wildnis. Ich hätte schon wieder Lust. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich hab schon wieder Bock. Aber wird nicht, ne? Oh, jetzt spannendes Team. Spannendes Team. Ist das der berühmte Frosch? Die westliche Kröte sollte nicht verzehrt werden, ja, ja. Wie viele Kröten ihr rausgräbt, ab. Die Giftstoffe in die Hautgift dienen der Verteidigung gegen Raubtieren können bei Menschen anderen Tieren. Oder dieser Frosch ist eine bekannte Story. Als Jan dann, als wir uns alle wiedergesehen haben, ne? Wir hatten einen Frosch. Es gab auch dazu, es gab keine Briefings zu Tieren. Und demnach auch natürlich nicht, was kannst du essen und was nicht. Das gab es nicht. Aber als ich, und ich bin auch aufgewacht und neben mir waren Frösche. Ich weiß gar nicht, ob wir es gefilmt haben. Ich glaube, wir haben es vielleicht mal gefilmt, vielleicht kommt es noch, vielleicht aber auch nicht. Neben mir waren einfach Frösche an meinem Kopf. Und mir war gleich klar, dass du das nicht fressen kannst. Also irgendwie, oder? Sieht man das? Aber ich, seht ihr das? Noch ein Haustier mehr, vielleicht auch eine Nahrungsquelle. Aber sehr räudig. Schmecken super. Ja? Ja. Wie Huhn. Nur, wir haben noch kein Feuer. Und den können wir jetzt nicht morgen essen. Dann ist der nicht frisch. Weißt du? Wie? Was? Bruder, für Joey Kelly ganz normale Mahlzeit. Mach ich zu Hause immer. Ich gehe immer raus, guck noch mal kurz am Bach. Schmecken super. Schon 100 Mal gemacht. Genau, der Staumbahn. 100 Mal hat er sich das alles schon. Oh, lecker mir. Hat er sich das alles schon, wirklich. Das klingt echt, das ist ein ganz normales Essen. Da ist er doch wieder. Genau, der Staumbahn. Da ist er, der Allerechte. Da ist er. So, und jetzt fangen wir an. Hat wieder einer gegen seinen Willen auch knechten müssen hier. Aber sieht's auch. Oh! Menschenskind, Mensch. Ja, aber was willst du machen? Ist Joey Kelly. Sind wir uns mal ganz ehrlich. Kannst du nicht sagen. Nö, mach ich nicht. Das ist Joey Kelly, bist du blöd, bekannt aus Stern-TV. Das ist verdammt nochmal Joey Kelly. Dem kannst bei Schlag den Star, bei Blamieren oder Kassieren holt er keinen Punkt. Aber wenn's heißt, renn mal 10 Mal um Block, da ist der vorne dabei. Doch kannst du nicht, du kannst dich nicht hinstellen und sagen, nee, und jetzt reicht's. Das kannst du nicht machen. So, und jetzt fangen wir an, die Konstruktion für die Hütte zu bauen. Wir haben reichlich Material, man sieht. Ich dachte, der macht gleich hier den. Kennst du noch, wie wir früher als Kinder immer so, kennst du das noch? So sind wir doch immer als Kinder früher. Ach, es wird so passen, auch wenn der im Hintergrund einfach nochmal, weißt du, so seine Kindheit lebt. Guck dir, die wichtigsten paar Sachen passieren immer im Hintergrund, immer im Hintergrund. Die Konstruktion für die Hütte zu bauen. Wir haben reichlich Material, man sieht. Wir haben viel geholt. Jetzt fangen wir an. Das ist aber auch für Joey Kelly natürlich ein Problem. Verstehst du? Joey Kelly und sein Vater. Das waren die Einzigen, die den Bus fahren durften. Der hat die Kellys im Griff gehabt. Angelo! Komm mal her, deck mal den Tisch! Angelo, sonst mal. Penny, hol den aus dem Zimmer raus! Was meinst du? Und jetzt ist doch das Ding. Das ist ja. Warum hat Joey Kelly natürlich jetzt gerade alle Signale auf Rot? Sein Partner sieht ja auch aus wie ein Kelly. Das ist er doch. Der ist direkt wieder im ganz normalen Modus. So, oder was? Versteht ihr? Mein Typ, die Gitarren! Der ist direkt im Modus drin. Das, guck mal, das ist für ihn unterbewusst direkt ein Familienmitglied. Da hinten, da ist er. Lars Kelly! Das ist ja klar, das ist bei ihm automatisch. Kann man nachvollziehen. Wenn er auch noch, dann hat er noch die Frisur so, dann bist du am Start. Eieiei. Lars, und du bist jetzt ein Baum. Stell dich so. Und du bist jetzt ein Baum. Gut, gut.
Es ist aber auch. Es ist aber auch. Ja. Ruhe? Anweisung? Ruhig, ruhig, einmal nochmal ruhig. Ich will genießen, ruhig. Das ist wirklich auch ein Team, da freue ich mich drauf. Weißt, da kommt wieder Langeweile auf. So, die anderen, bei den anderen und auch uns, da geht es ums Überleben. Gut, wir machen ein bisschen Angeln und sowas, da geht es ums Überleben. Aber bei den beiden, da hat einer von beiden viel vor. Das ist ein geiles Team. Das macht Spaß, da zuzuschauen, oder? Seh nur ich das so. Bei denen freue ich mich immer. Kann sich keiner beschweren, er hat sogar bitte gesagt. Da braucht sich keiner. Also Jan, da braucht sich nie beschweren. Er hat bitte gesagt. Bitte. Ich hab's gehört. Bitte. Ein Bitte war da. Dann sag halt nein, danke. Und nochmal ein Bitte. Also, da kann man aber auch wirklich von, der hat mich und ich musste, kann man nicht sprechen. Das ist ein ganz normaler Umgang. So richtig auch zuvorkommt und freundlich. Und jedes Mal Bitte. Sascha und ich hätten wahrscheinlich auch nicht jedes Mal Bitte hinterm Satz gesagt. Wisst ihr, was ich meine? So, pass auf, jetzt hier vorne, mach runter. So hätten wir gesagt. Mach runter, mach hoch. Aber er sagt, Joey Kelly, wirklich förmlich in jedem Satz noch ein Bitte hinterher, ne? Steck dir doch mal runter, bitte. Oder? Nee, da war kein Bitte dabei. Dann sag doch, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Nee, Jan, da musst du auch mal sagen, halt wirklich, leck mich am Arsch. Das ist wirklich Schikane. Das ist Schikane. Das ist also kein Bitte, kein Anstand. Oder was? Sieht aber geil aus, was die machen, oder? Super aus. Sieht super. Da wurde die Grenze überschritten. Nein, das sieht super aus bei denen. Man muss aber auch dazu sagen, aus meinem Blickwinkel, von meinem Befinden her. Meine Logik bei der ganzen Geschichte ist ja ganz einfach. Ich muss hier 14 Tage und es geht nicht darum. So, aber Joey Kelly geht ins Detail. Der könnte es sich einfacher machen, aber macht halt 150% nochmal mehr als er müsste, sondern es ist vielleicht auch ein bisschen, man könnte es sich einfacher machen. Ich hätte das so nicht gemacht, so, ich hätte es auch gar nicht hingekriegt. Also muss ich auch ehrlich sagen an der Stelle, ne? Ich hätte es auch so gut, kann ich mir einschätzen, dass ich ja eigentlich auch nichts kann. So, das ist, bringt ja auch nichts. Und von mir erwartet ja auch keiner was. Ich glaube auch von Joey Kelly, jetzt sind wir uns mal ehrlich, hättet ihr von Joey Kelly einen riesen Bau erwartet? Auch nicht. Ich glaube, Joey Kelly vertritt für mich auch eher das Wenige, sondern gar kein Bau. Eher so im Gegenteil. Und auch, ich schlafe ohne Schlafsack. Joey Kelly eher, ich kann auf noch mehr verzichten, ich brauche noch weniger. Leg mir mal, Jan, leg mir bitte Steine unter den Rücken. Ich möchte den Leuten zeigen, leg mir Steine unter den Rücken und such mal die leeren Glasflaschen unten. Ich möchte über Scherben laufen. So, ohne dass er ein Haus baut. Wisst ihr, was ich meine? Das steht ihm gar nicht, muss gar nicht sein, der große Bau. Sondern du willst sehen, wie Joey Kelly einfach mit nichts das alles kann. Und sagt, ja, Jan, du frierst, alle meine Kleider, zieh die an. Ich zieh mir die Vorhaut über den Körper. Flapp, Alter. Ja. Und so bleibe ich jetzt hier. Jan, gut. Das wäre schön gewesen. Das wäre so das Joey Kelly-Image, was ich gern gesehen hätte. Jan, hilf mir mal kurz mit der Augen. Was, die Vorhaut ist schon hier. Hilf mir mal mit der Augen. Denn die Leckkäse. Versuch den mal rauszureiben. Reib mal den Käse raus! Komm mir auf. Diese Schnur habe ich gefunden am Strand. Das kommt wahrscheinlich von so einem Fischerkutter. Und das können wir komplett in einzelnen trennen.
dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 8 mal 1,10 Meter gefüllt. Oh, die Tanne ist schon komplett geschält. Als nächstes kommt die hier. Boah, was habt ihr euch für Bäume ausgesucht? Jan, der Baum! Weil, warum? So sah der bei uns aus. Weihnachten 89. Der erinnert mich. Komm, wir nehmen den. Und dann schälst du den. Alter, mit 100.000 Ästen. Da gab es Bäume, die müssten gar nicht. Da gab es doch, Alter. Bruder, mit dem Ding. Das Teil hat nicht mal mehr einen Griff. Und dann sägt der jedes eins. Und die, hey, wir unterschätzen das. Ich sag's euch ganz ehrlich. Wir unterschätzen das. Hier, da allein diesen einen Stock zu sägen. Da bist du fix und fertig. Und ich muss offen und ehrlich zugeben, ich könnte mir keine bessere Beschäftigung vorstellen, als diese Bäume zu sägen gerade. Das ist körperlich nicht zu anstrengend und das ist jedes Mal ein Erfolgserlebnis, wenn so ein Ast abgeht. Und ich meine, guck mal hier, so ein Ast, zieht 0, nichts ab und es fühlt sich so nice an. Also gut, das Ding, okay, Entschuldigung. Jetzt komplett entschälen hier. Entschuldigung, ich wusste nicht. Geht ins Bauen wieder. Der lügt doch, sag doch mal ganz ehrlich, wie könnte mir nichts besser, der lügt doch, das ist doch gelogen. Das ist ja wirklich gelogen. Er guckt auch weg, schäme mich auch ein bisschen. Jan, warum hast du die Hausaufgaben nicht gemacht? Die hat mein Hund gefressen. Der lügt doch, wenn er das Maul aufmacht. Er ist doch komplett gelogen. Also das ist... Ich muss doch mal reingucken, einmal kurz meine Psychologenanalyse. 0, nichts ab und es fühlt sich so nice an. Also das Ding jetzt noch komplett entschälen hier und dann geht's ins Bauen wieder. Mittlerweile blauer Himmel und alles, also das ist ja wirklich herrlich. Gerade wieder richtig geil alles. Ja, ich glaube auch, hinter ihm steht Joey Kelly mit dem Messer. Das ist also, ja, es ist, guck, das ist dieses Typische, aber ey, normal. Ich will jetzt hier, ich bin jetzt hier bei Seven vs. Wild, ich muss was Gutes sagen. Ich muss jetzt hier sagen, das macht es ja auch genau das, die Survivor wollen das sehen jetzt. Die wollen das jetzt, die finden das gut. Die machen das gerne alle. Und darum mache ich das jetzt halt vor der Kamera auch mal gerne. Es gibt nichts Besseres, was ich mir gerade vorstellen kann. Okay, jetzt bauen wir weiter. Wir haben Material ohne Ende geholt. Jan hat gesägt wie ein Meister. Da vorne haben wir Stämme ohne Ende. Das sind insgesamt 12 Stämme, die wir gesägt haben. Da ist das ganze Material. Das brauchen wir auch später für Dichtung. Und hier haben wir die erste Konstruktion. Für Dichtung, Alter. Stell dir vor. Jan, siehst du den Baum da? Der mit der Dicke, ja, 35 cm etwa. Bieg ihn zu einem Dichtungsring. Hä? Mach bitte einen Dichtungsring da draus. Ich brauch das. Wo? Ich brauch das. Jetzt geht ein Pfeil in die Richtung und dann kommt einer quer. Dann haben wir halt so eine Art Quadrat. Und dann stellen wir halt quasi alle 40 cm einen weiteren Stamm. Kann man wie so ein Grill. Ja. Okay? Und dann haben wir halt. Und dann müssen wir das auch binden, oben und unten. Und wir haben halt dieses Seil gefunden und damit binden wir das, dass es wirklich der Konstrukt fest ist. Dann haben wir erstmal, dann haben wir schon richtig viel geschafft. Und dann geht's weiter. Und dann haben wir schon richtig viel geschafft und dann geht's weiter. Ah, das. Brudi, Alter. Naja, ich glaube, wenn ich auch mit Joey Kelly da gewesen wäre, ich hätte mich vielleicht ein bisschen mehr eingebracht und hätte gesagt, pass auf, so und so, so und so. Aber der hätte bei mir auch den Takt angegeben, wie was funktioniert. Automatisch. Automatisch. Ganz völlig natürlich. Klar. Ne? Hättet ihr gern gesehen, wie Joey Kelly und ich das gemacht hätten? Ich sag euch, es ist vielleicht dieses Jahr was geplant, dass ich mit Joey Kelly mal ein paar Tage was mache. Wäre das geil? Wäre das geil? Aber wahrscheinlich was anderes. Aber was anderes, ne? Ich nehme die Äste oben an, Joey schiebt die hoch und dann knoten wir das Ding schön fest. Ja, man muss auch was dazu sagen.
Hoffentlich. Du siehst doch, ich muss jetzt was Wichtiges. Und dann binden wir es fest. Ja, machen wir so, ja. Du bist auch der Parkourläufer, ne? Ja. Deswegen. Ihr kommt hier auf den Kopf. Und dann klettern wir kurz hoch da. Oh, one take. One take, kein Schnitt. Auf der Stirn sitzt da drauf. Ja. So, auf. Brudi, was ist da passiert? Auf der Stirn sitzt da drauf. Ja, sicher, klar. Vorsichtig, dass das hier jetzt nicht einbricht. Das wäre natürlich richtig wild. Ja, easy. Haben die jetzt schon in dieser Höhle geschlafen die Nacht davor? Hat man nicht gesehen, ne? Haben die da drin geschlafen? Ich erinnere mich nicht daran. Noch schlafen die irgendwo hier einfach, ne? Ist noch nicht tief genug gegraben. So wird langsam ein Dach. Ja, aber das ist eine gute Idee, ne? Das ist tipptopp. Das ist schon gut, ne? Das steht heute wahrscheinlich noch da, einfach. Ist heute noch da. Ey! Keine Mädels? Gar niemand? Die Mädels waren noch gar nicht, oder? Und die anderen, wie heißen sie? Hier. Hier ist auf jeden Fall. Ich wusste. Die sind noch gar nicht gezeigt worden. Okay, Freunde, wir nehmen jetzt hier ein paar Steine auf jeden Fall mit. Also, das ist auf jeden Fall nicht umsonst der Trip hier. Ja. Ich guck nicht erst seit 15 Minuten, ich guck schon ganze 26 Minuten in 2 Stunden 17. Ich bitte dich, fast die halbe Folge. Bei uns gibt's absolut keine Steine aus irgendeinem Grund. Und dann können wir in der Flasche abkochen, was ein huge Upgrade ist. Man muss halt bei Steinen am Wasser immer darauf achten, dass man die irgendwo nimmt, wo die jetzt nicht die ganze Zeit nass werden. Ich rede heute ja echt schon weniger. Deswegen nehmen die extra von oben. Kann natürlich theoretisch trotzdem sein, dass die platzen, aber hoffen wir einfach mal nicht. Lass uns die Stellnetze errichten, Bro. Weil die Fische kommen bei Flut hier rein. Ja, das habe ich auch gedacht. Catchen wir die. Genau. Wir müssen es versuchen, Bro. Ja, wir versuchen es. Hier. Ja. Ey, wir haben da auch in die Löcher geguckt, in diese verdammten Dreckstümpel. Da war nie was drin. Ich hab's bis nie verstanden, warum da keine Fische reingehen. Also ich hab's nicht, das war mir ein Rätsel. In Panama waren da welche drin, kleine. In Kanada nicht. Hier machen wir... Ja, vorne an dieser Enge hier, ne? Ja. Super crazy groß ist es nicht, aber... Nee. Hat auch auf jeden Fall kleine Maschen, also wir werden eher so ein bisschen kleinere Fische fangen damit. Ähnliches Netz wie wir haben, gell? Ich habe so Stöcker gefunden. Aber nicht so. Und Dominik hat so ein Prügel gefunden. Nur Netz. Damit hauen wir es rein. Und damit hauen wir es jetzt rein. Ich hoffe, das funktioniert. Das ist ja ein gutes Upgrade. Wäre krass. Haarnetz für Dauerwelle. Gut. Gut. Netz ist fertig. Ja, aber das ist für einen falschen Fisch, das Netz. Das, also, das ist ein bisschen, da komme ich mit dem Kopf was durch. Da kommst du ja, das ist ein bisschen großmaschig für hier vorne. Was soll denn hier vorne für, das ist zu groß, das ist ein Volleyballnetz. Das ist ein Volleyballnetz. Ja, da kommst du nicht. Nee, Wahl nicht. Also, aber da kommst du, da bleibt nichts hängen. Ist jetzt nicht Killer, aber wir werden es auf jeden Fall mal probieren damit.
Wir haben jetzt überlegt, ich gehe vielleicht darüber zu diesem Stein, dann können wir es an den Stein quasi am Stein ranmachen und Dominik wird seine Seite dann hier befestigen. Der Profi spricht auf einmal, gell? Zwei Steine hier dazwischen. Einfach mal in den Boden stecken und gucken, was passiert, Leute. Ja. Ist unsere Hoffnung. No sexual. Wie kommst du dazu rüber? Sollen wir zusammen irgendwie laufen? Soll ich das rüberschmeißen? Ich laufe einfach einmal außen rum. Nur falls laufe ich durch Wasser, ist okay. Wir können auch hier machen. Ja. Hab ich auch überlegt, ja. Hier so? Ja. Ist gut, lass machen. Ah, das ist nichts. Dieses Netz hätte ich. Da kommt ja kein. Hier wird man ja nie auch einen großen Fisch sehen. Hier wirst du nie. Das wird niemals viel zu große Dings. Aber wenn man es vielleicht. 3-4 Mal, weißt du so, nimmst die Stöcker und dann nochmal drum und nochmal drum, dass das engmaschiger wird. Vielleicht, ne? Oder? Ja, das ist es. Das ist so schön auch. Weißt du, so, das, ich sag dir ja, es ist ja anders. Ne? Wenn jetzt so jemand sich so filmt, dann sieht er sich ja. Das ist ja bei Kevin die ganze Zeit, der sieht sich ja. So wie wenn wir im Stream sieht, dann sehe ich mich ja, wenn ich hier hingucke. Dann sehe ich mich ja, wie ich da aussehe. Ne? Dann sehe ich ja, ah ja. Aber bei Kevin ist ja in diesen Momenten, das ist das Schöne. Man weiß ja nicht mehr, wie man aussieht. Man verstellt sich auch nicht. Das ist der Echte. So ist er. Und das finde ich schön und das gefällt mir auch. Dass man sich einfach zeigt, wie man ist. Ja, unser Schnurcontainer ist gefickt, Leute. Schau mal hier. Dieser Deckel geht ab. Echt einfach. Das ist bei Seven vs. Wild halt einfach geil. Es ist einfach echt. Knoten da machen. Ja. Und da muss ich euch auch mal sagen, aber es kommen immer noch Leute, die einen fragen, die einen so fragen. Jetzt sagt doch mal ehrlich, da ist doch ein Kamerateam mit euch. Das ist nicht. In der Staffel ist natürlich viel mehr Trubel und die sind mit Boote und sowas. Aber auch in der Staffel ist es so nicht, dass permanent jemand um uns rumschwirrt und so da ist. Es gibt es immer noch, dass Leute mich darauf ansprechen auf der Straße. Dass Leute sagen, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Aber es, so ist es ja nicht. Wisst ihr, was ich meine? Okay, das Netz ist fertig gespannt. Wir haben es da hinten einmal festgeschlagen. Hier, die denken teilweise, wir schlafen abends im Hotel, ja? Und dann hat Dominik hier noch gibt's Leute? An den Mond oder was es ist. Das gibt's? So festgeschnürt. Kunstvoll. Bro, ich hoffe so sehr, dass das uns erstens einen Fisch bringt und zweitens, dass es erstmal überhaupt fällt. Schön sieht's aber aus. Okay, wir müssen unbedingt nach Hause, man sieht die Sonne nicht mehr. Aber schön sieht's aus, wie sie es gebaut haben, gell? Tennisplatz, fertig. Let's go. Wenn das uns einen Fisch bringen sollte, bin ich der glücklichste Mensch auf Erden, wirklich. Warum keine Krone auf? Ich wollte meine neue Frisur zeigen. So, jetzt ist es raus. Ich habe kein Kompliment gekriegt. Ich habe extra ein bisschen gefärbt. Ich habe auch in mir, irgendwo ist auch so, wo ich mal auch denke, ich fühle mich ganz gut. Hier weiß ich immer nicht genau, wie ich die stylen soll. Diese Teil, was mache ich damit? Hier, guck das hier. Wie nennen wir sie? Die Wolfsklaue. Da weiß ich immer nicht, soll die noch nach oben? Weißt du, was ich meine? Ich bin im Stylen so schlecht. Ich weiß immer nicht, wie ich sie style. Noch länger wachsen lassen, Geheimratsecken. Du, ich habe gestern vor Live-Publikum gefragt, wie schlimm es wirklich ist. Und die meisten sagen, ist überhaupt nicht. Und in echt bin ich ja so, weiß Gott, viel schöner. Haben gestern bestimmt 3 Leute gesagt. Da sind sie doch. Ruhig, Gary. Haben wir jetzt hier gerade schön Pause gemacht. Bruder, lebt er noch? Da ist er doch. Welcher ist euer Favorit von den beiden? Bei wem sagt ihr, da schlägt mein Herz für? Für wen? Für wen? Für wen? Vom Mundstuhl. Für wen? Sag mal ganz ehrlich. Für ihn oder für ihn? Oder machen noch Pause. Ich werde mich auch gleich nochmal kurz hinlegen. Also Sonne ist heute gar nicht. Die schafft es nicht, den Nebel wegzudrücken. Obwohl sie da oben steht. Man sieht sie da. Ja, ich habe an jetzt erstmal Vlies reingereicht und mir auch mal jetzt gegönnt. Ist schon krass, wie kühl einem wird, ne? Ja. Der Körper hat halt nur das Fett zum Verbrennen. Und das braucht halt. Aber Hunger bei dir?
Immer noch nicht. Gar nicht, ne? Ja, aber wirklich, am Mundstuhl erinnern die einen wirklich, ne? Die beiden, oder? Wirklich. Ja, ey, die beiden, ey, das ist schon auch da. Bei denen, weißt du, was man bei denen den Unterschied merkt bei ihrem Hausbau? Die suchen halt die Stöcker wirklich gezielt aus. Jeder hat die genau richtige Größe. Es sieht einfach, wie sagt man, das ist wie bei uns in der Schule, wie bei Sven, weißt du, so, du hast geguckt, alle haben in bildende Kunst. Ich hab ja auch eine Vase gemalt mit Blumen drin. Auf den zweiten Blick erkennst du es auch. Aber bei Sven, Alter, da war wirklich jeder Strich perfekt mit Schattierung, das Arschloch. Ja, guck doch, ja, ist doch gut, Alter. Ich hab, welche Blume hast du? Dann kam er irgendwie mit irgendeiner komischen, seltenen Lilie und fragt, was hast du da? Ja, was? Sonnenblume. Andere kenne ich nicht. Sonnenblume. Sieht man doch, die gelbe mit dem Braun in der Mitte. Ein so ein Klecks Braun in die Mitte rein. Und so ein paar Kerner. Was hast du da? Ja, die seltene Girlandenzilie. Dann halt doch dein Maul, Alter. Geh Schleim, Alter, vorne. Geh wieder Schleim beim Herrn Thoma. Geh doch vor. Du Arschloch, ehrlich, sag ich dir ehrlich. Und dann Tunschei von hinten. Nach der Schule, Sven! Die kotzt mich! 1 Uhr! 1 Uhr! Es reicht! Sehr Tunschei, beruhig dich. Wir entspannen uns jetzt alle. Und Sven von, haben Sie es gehört, Herr Thoma? Haben Sie das gehört? Ihr kennt die alle, bei denen alles einfach filigraner und viel besser war. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Und wo ist Sven heute? Im Baumarkt sitzt er. Im Baumarkt, an der Kasse, wenn ich vorbeikomme mit meinem Wagen und sag, und was machst du, Sven? Sven, und wie geht's? Gut? Wie geht's dir? Ich baue wieder mal aus. Dann lauf ich raus, du Arschloch. Hat sich ja gelohnt. Mit deinem scheiß 26 Bleistiften mit verschiedenen Stärken. Bei mir waren die Bleistifte hinten angefressen. Bei ihm waren die sauber, wie aus dem Geschäft. Mit seinem scheiß Bleistifter, mit seinem scheiß Stiftwort. Ich hab die Scheiße unterm Tisch gemacht. Sven hat eine Schale dabei von Mama. Du bringst den Müll mit. Ich war jetzt auch nicht scheißen heute. Sonnenblume. Also ich scheiß sonst jeden Tag mindestens einmal. Weiß, Dirty Talk jetzt hier, aber es ist halt so. Aber ja. Nein, aber jetzt ganz ehrlich, wer hat auch einfach bei BK mal eine Blume, die Sonnenblume? Oder? Entschuldigung, ich wollte noch mal einmal fragen. Welche Blume willst du malen? Was, ich fange hier an mit einer Rose oder was? Die Sonnenblume, die runde gelbe. Schluss. Ja, und wir hatten kein Handy, wo man kurz googeln kann, wie sieht das Bild aus. Das gab's nicht, ne? Das hatten wir nicht. Muss auch nicht. Ich muss morgen scheiße. Also. Ja, wenn nicht, musst du mal probieren, einfach so zu drücken. Weil das ist ja halt so. Ja. Sven. Muss halt raus, ne? Sitzt da. Naja, wir machen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Päuschen, uns wetzt hier keiner, ne? Genau. Und dann wird beim Lager, nee, dann wird erstmal Wasser geholt und dann wird beim Lager weitergebaut. Oh, Alter. Umgeknickt, live auf Kamera. Boah, wo haben die das? Direkt raus. Ey, was haben die denn gebaut? Was haben die denn gebaut? Guck mal, ey, was ist das denn? Schau mal, das sind alles so Sachen. Warum hat man das nie irgendwo gezeigt? Wieso haben die das nie gezeigt? So, das hättet ihr doch zeigen müssen, was die sich dabei gedacht haben. So. Es ist sehr kalt geworden. Jo. Alter. Wir haben uns jetzt aus unserem Schlafplatz von unserem kleinen Mittagsschlaf. Aber verstehe ich, was die gemacht haben. Ja, geschlichen kann man fast sagen. Weil wir kein Wasser mehr da haben. Knossi in der Bravo, ja? Ich bin in der Bravo drin. Steht drin, geboren in Berlin, wohnhaft in Österreich. Ja, was habt ihr denn geschrieben da in der Bravo? Steht da drin, Doppelseite. Stimmt nicht. Lasst euch keinen Scheiß erzählen. Ich bin nicht in Berlin geboren. Getrunken. Ich weiß ja nicht, warum das so kalt geworden ist. Ja, der Nebel ist halt, da, windig. Ja. Holt euch mal die neue Bravo, guck mal. Wir auch wieder. Aha, wie hoch die Tipps gegen Schüchternheit habe ich gegeben. Tipps gegen Schüchternheit, wer sich dafür interessiert. Sehr hoch. Ja. Das haben wir euch vorhin noch gegen Lampenfieber. Und gegen Lampenfieber. Diese zwei Schwärme da sind auch neu. Die kamen über Nacht. Ja, und hier seht ihr das ja, wie es jetzt aussieht hier. Halt total zugezogen, ja. Man sieht die Küste gar nicht mehr, aber irgendwie auch sonnig, ganz komisch. Tipps gegen Lampenfieber ist genau da. Jetzt habe ich denen auch gesagt. Ich habe immer die Hose voll. Fragte ich wirklich. Das kann doch nicht sein, sag ich. Ja. Dann haben sie mich abgelegt, haben sie schöne Bilder reingemacht. Wie ich im Smoking beim Supertalent-Finale. Im Smoking stehe ich da. Ey, ihr müsst euch das angucken. Im Finale ist richtig ich mit Smoking. Ich habe wirklich ein Smoking an. Leider bin ich da im Urlaub. Ich kann es gar nicht gucken, aber guckt euch an. Ich sehe dann wenigstens die Instagram-Verlinkungen. Ich habe ein Smoking an. Für euch habe ich ein Smoking an.
Tipps in der Bravo, Poison. Gegen Schüchternheit. So, jetzt wieder hoch. Weiterarbeiten. Kriegst du gutes Geld? Für Bravo gibt's kein Geld. Das macht man ja, wenn die mich anrufen, freue ich mich. Da gibt's ja kein Geld, also. Da gibt's nicht. Bei all diesen Interviewsachen. Was ist das jetzt? Der Schwenk der Natur? So, wir haben das jetzt doch fertig belegt. Guck dir das, ey. Ich schwör, Alter, wie kann man jeder Stock so genau... Also, einfach toll. Weil, guck mal, Stöcker, Wachs, man sagt ja, Stöcker sind gerade. Aber Stöcker sind nicht alle gerade. So, Stöcker haben auch eine Biegung. Wisst ihr, was ich meine? So, aber die zu finden, also... Mensch, Sven. Das ist echt krass. Dach ist quasi jetzt auch fertig. Jetzt machen wir sehr viel grünes Zeug, um die Spitzen zu schützen, damit die Folie nicht kaputt geht. Aber wenn das passiert... Er meint, um die Folie vor den Spitzen zu schützen. Gugulugu! Kennt ihr Koro? Gugulugu! Über 1000 Produkte von Superfood bis Energy Balls. Direkt von den Erzeugern ohne Umwege. Und die Qualität ist einfach toll. So, wir haben jetzt nochmal umgekehrt. Gell? Komisch! Dabei, die zweite Wand. Aber ist egal. Ist ja scheiße. Aber jetzt nicht so aufwendig. Die wird mit Lücken gemacht und dann kommt eine Plane oben hin. Damit ich bin Kaufland und das mal wieder auch. Wenn die Seite stark kommt, dann sehr auch, gerne. Wir geschützt sind. Einfach vorsichtshalber. So, Freunde. Ich hier eben irgendwo hängen geblieben bin und ein bisschen gestolpert bin, da hat er mir was mitgeteilt. Erzähl mal den Leuten. Ruhig, der Humor ist da, der Humor ist da. Ich wollte es erst nicht erzählen, aber gestern bin ich am Strand noch, also am Strand, an der Küste lang gelaufen, hab noch gescoutet. Guck die Leute dabei ruhig an. Bin wirklich sehr, sehr weit gelaufen und dann dachte ich mir, Alter, das ist jetzt bestimmt schon eine richtig lange Zeit vergangen. Ich sollte mal jetzt zügig zurück, weil Gerrit macht sich Sorgen oder Gerrit macht sich jetzt auf den Weg und er soll da nicht langlaufen so. Weil es übelst gefährlich ist, an der Küste lang zu laufen, alles glatt. Ich zügiger, ey, das funktioniert ja voll. Okay, noch ein bisschen zügiger. Dann rutsche ich mit dem rechten Fuß weg, weil halt alles glitschig ist. Ich schwör's euch, es ist alles glitschig. Fang mich mit dem linken Bein, rutsch da auch weg. Fang mich mit dem rechten Bein wieder so bam, 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 rutsch wieder weg. Und dann habe ich mich gefangen und guck direkt nach hinten, ob Gerrit geguckt hat. War natürlich Quatsch, aber das ist so ein Reflex, wenn ich scheiße dumme Sachen mache, guckt Gerrit meistens immer. Und deswegen, oh, hat er geguckt? Gibt's direkt Schelte, Alter. Aber es ist genau, alles gut gegangen. Der Staumbahn. Wenn scheiße gegangen wäre, hätte ich mich geärgert, weil keine Kamera dabei war. Aber so, alles cool. Ich glaube, das wäre aber richtig krass. Die Story! Ich wusste es. Geil, Alter, das ist sie doch, die Story. Ey, was passiert ist, das ist es doch. Aber ey. Und das ist auch das Schöne. Und auch bei den beiden. Jede Freundschaft sieht ja ganz anders aus. Wisst ihr, was ich meine? Also bei mir sind meine Freunde, also das ist, sagen wir mal so, bei mir mit meine Freundschaften, die ich habe, das sind nicht viele, aber die, die ich habe, die sind ja alle irgendwie ähnlich. Ich habe immer so, das ist immer irgendwie ähnlich. Aber es gibt ja auch andere Kreise, andere Menschen, so wie ihr. Die Freundschaft bei euch, wenn ich da als Außenstehender sitzen würde und du unterhältst dich mit deinem Freund und ich würde das hören, da würde ich vielleicht auch nicht verstehen. Genauso wie wenn man mich mit irgendjemandem reden hört. Wisst ihr, was ich meine? Machen gegangen da auf den Klippen, Alter. Ich glaube auch, ich habe mir was aufgerissen. Ja, locker. Ja. Schön Schädel aufgeschlagen, zack, blutend da liegen, bewusstlos, von der Flut weggetragen. Irgendwo. Aber stimmt, da die Leute, weißt du, die Leute im Camp sehen dann einfach dein GPS-Tracker immer weiter auf den Ozean treiben. Es ist lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Aber ist so, was ist denn eigentlich, wenn einer von uns so einzeln läuft und dann bewusstlos wird? Wieso? Ja, nicht machen. Ja, ja. Ab jetzt nicht machen. Ja, ja. Also wirklich, also gestern ging's noch, aber ab jetzt nicht mehr alleine. Ganz ehrlich. Ich war dann so süchtig auf einmal, ich hab's richtig gemerkt. Weil ja, ja, das war mir schon klar. Und ich wollte noch eine Ecke angucken, ja. Und noch eine Ecke. Und dann dachte ich mir, oh scheiße, ganz schön weit weg schon. Aber zu diesem Sandstrand, den Anni gefunden hat, wollen wir dann jetzt hier nochmal durch den Wald laufen dann einen der nächsten Tage. Das ist geil, das ist gut für den Kopf auch, wenn du das siehst. Ich glaub, da gehen wir dann mal so richtig schön ein. Ich sag dir, und in Wahrheit, die beiden sind, bevor es losging, nur hinten im Bus gesessen. Der hat den Mund nicht aufgekriegt. Ich hab immer noch, warte mal, wer ist jetzt nochmal, wie heißt du? Den hab ich immer wieder vergessen auch. Ich saß da in dem Bus drin, hab ich immer umgedacht, ach ja, der. Da hat er nichts gesprochen. Nix. Du saßt da. Ich habe gedacht, das sind die marschieren da durch. Steine. Das sind Steine. Die waren wie Steine einfach. Saßen die im Bus, wie wenn du eine Kegelkugel in den Bus legst.
So, und wenn, ich sag dir, wenn noch einer vor ihm saß, hast du auch nur die oben, die, diese runde Kappe gesehen. Nur dieses dunkle, das ist eine Bowlingkugel. Einfach. So. So. Komm. Ein Wegbaden, Alter. Ja, ja. Wenn es das Wetter noch zulässt. Oh Mann, sieht das schön aus. Das Haus vom Nikolaus. Guck mal da. Alter, da wohnt die Hexe von Hänsel und Gretel. Da drin wohnt sie. Chat, da drin wohnt sie. Die echte Hexe. Ah, komm rein. Jetzt heißt es, Plane auspacken. Es ist soweit. Wir haben schon ein bisschen vorbereitet. Boah, wie viel Plane. Unten zum Schutz, oben die dicke, damit wir die andere Seite ein bisschen Plane haben. Und hier kommt jetzt unser Hauptplane rauf. Ja, natürlich auch geil, wenn ich hier so ein bisschen Gaffer gesaved kriege, oder? Ja. Ich kann das ein bisschen festkleben. Auch nicht schlecht. Ey, hast du das gesehen? Eine so eine Rolle hat ja, nimmt ja schon ein Drittel der Flasche weg, die der in der Hand hat. Wie haben die das denn gemacht? Ah, super, es ist krass, es ist krass, sag ehrlich. Das ist krass. Sind das die am Strand, das haben die am Strand gefunden? Das ist geil. Ja, es ist top. Ja, Alter, das ist, so sieht bei uns Baustelle aus gerade hier im Neubaugebiet. Original, so sieht das aus. So, original Baustelle, Neubaugebiet, wo diese Plane flattert, wenn der Wind geht. Ah, Baustelle. Aha, aha. Die haben nur noch so auf professionell so Bauzäune drumherum. So sieht die Baustellen aus. Sag doch mal ganz ehrlich. Und dann noch so auf das Ding Holz gelegt, weil wenn wir Montag kommen, dass nichts wegfliegt. Original, wo ist der Betonmischer? Ganz normal Baustelle. Gell? Knossi, wo war das Graffiti von dir zurück in die Zukunft? Anscheinend in Berlin. Auf der Berliner Mauer hat mich jemand draufgesprayt. Das ist noch weiter, ich habe noch Bilder gekriegt, da steht rechts Fett Knossi. Nochmal so groß, doppelt so groß steht Fett. Also, ich habe das jemand in Berlin schon mal echt gesehen? Wer sprayt mich denn da? Festgelegt. An die Wand? Bis oben hin. Die andere Seite brauchen wir nur die kurze Seite, das reicht uns. Weil hier unten ist eh so viel Zeugs, da sind so krasse Gibt's Bäume. Bei TikTok ein Video? Schick mal. Das passt auf jeden Fall. Zeig mal Link. Die müssen wir nur noch fixieren, damit die nicht quasi mit dem Wind zurückbounced. Und dann ist er schick. Ja, langes Dach, kurzes Dach. Ja, super. Geiles Bett. Ja. Hinten für den Kopf noch einen kleinen Schutz. Und dann ist geil. Ey, wie groß das ist. Du kannst sogar stehen. Ja, ja, super. Hier rechts. Aufenthaltsbereich, Schlafbereich. Ich sehe jetzt schon, ich weiß schon, dass Otto der nächste Woche, ich schwör's euch von dem Programm in Las Vegas, Otto, ich habe mir tolle Sachen überlegt. Ach, Bruder. Ich sehe mich nächste Woche schon in der Wüste, Alter, irgendwo. Ich sehe mich. Und ich habe geguckt, das Wetter, es wird kalter. 8, 9, 10 Grad. Otto schon gestern auf der Bühne. Ja, das wird schön. Ich denke mir, oh Bruder, ich werde nächste Woche in Las Vegas nur gekühlt. Ich habe gedacht, gehst schön Automat, Buffalo, gehst ein bisschen rein, Willy Wonka, Sinbad, Game of Thrones, Sex and the City mit Jackpot, Wheel of Fortune, gehst ein bisschen ran, hast ein bisschen Bock, spielst die neuen Dragons. Ach, das wird alles wieder, sag ich dir ganz ehrlich, das ist, ich bin nächste Woche in Las Vegas, Baby. Ich freue mich total. Bereich, Bombe. Den Aufenthaltsbereich hätten wir vielleicht ein bisschen freier räumen müssen, aber ja. So, wir haben jetzt nochmal gut lang Pause gemacht. Sonne setzt sich jetzt. Jetzt haben wir uns gesagt, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen Grün holen fürs Bett. Einfach aufstocken, ja. Je gemütlicher, desto gemütlicher, sagen wir immer. Haben wir uns auch richtig geil unterhalten, so ja. über so tiefgründige Sachen. Das war irgendwie auch gut für den Kopf, muss ja. ich sagen. Also es ist krass, über was man sich hier vor Ort alles Gedanken macht. Ja. Du... Ja. Weil du halt komplett isoliert bist von allem. Also klar, man hat ja am besten Kumpel bei, ja. aber trotzdem... Man vermisst trotzdem die anderen Menschen sozusagen. Kein Einfluss von Medien oder irgendwas. Ne? Das ist krank, was das mit dem Kopf macht. Ja. Relativ oft im Moment, wenn ich irgendwas Geiles sehe oder so, dass ich das Handy zücken will und eine Story machen will für uns, für unsere Zuschauer. So, aber hey, warte mal, ich kann gar keine Story machen. Es ist wirklich krank. Aber... Wieder schön sonniger Tag jetzt zum Ende gewesen. Ja. Wir sind jetzt so motiviert, dass wir noch mehr Grün holen, damit es wirklich eine geile, gute Nacht wird. Ja. Und dann geht's morgen ins Fischen. Und wenn wir was fangen, dann ist das Ding. Dann schreiben wir euch dann an. Dann ist geil. As fuck. Ruhe! Ich bin immer nervös, wenn wir kommen. Ruhe! Schiefern. Und das waren unsere tiefgründigen Gespräche. Das haben wir wirklich. Nein, ich will auch mal kurz was zur Tiefgründigkeit sagen. Ne? Bei der wir waren auch, ich kann dir von Sascha sagen, ich kann natürlich hier nicht ins Detail gehen, aber ich weiß von Sascha wirklich alles. Von, also in Bezug auf Frauenwelt,
in Bezug auf Arbeit, was wie das früher war. Wir hatten auch richtig, richtig tiefgründige Gespräche, muss ich euch echt sagen. Ich glaube, Sascha weiß von mir auch Dinge, die weiß die Frau gar nicht. Also ich weiß, das weiß die gar nicht. Ne? Wir haben über alles gesprochen. Und das war wirklich, wirklich schön. Paulina meinte, Sascha hat kein Taktgefühl. Das habe ja ich gesagt. Das habe ich ja den Leuten gesagt, dass Sascha hat überhaupt gar kein Taktgefühl. Überhaupt nicht. Der konnte überhaupt nicht. Ich habe dann irgendwann mich angepasst und einfach da eingesetzt, wo er wieder falsch singt, mit falsch gesungen. Weißt du so, der kennt die Pausen nicht und so. Aber das muss er jetzt ja auch. Das muss er ja auch nicht. Skifahren. Was sagst du denn schon viel zu früh? Das Lied geht Skifahren. Skifahren. Weil Skifahren ist das Leibernste, was man sich nur vorstellen kann. So geht's in echt. Ey Leute, ich kann mal ganz kurz zur Musik sagen, da kommen bald ein paar Songs raus. Holla die Waldfees, Alter. Da kommen bald ein paar Songs raus, du. Ich war im Studio mit Micky Krause, mit Büffel. Ach, das wird wieder eine tolle Saison. Aber ich sag euch gleich, ich habe in dem Punkt dieses Jahr ruhiger getreten. Ich werde nicht mehr jede Woche auf Mallorca sein, sondern einmal im Monat. Ja, lass. Ist gut, komm. Ist gut. Geh mal die Brühe rüber. Jetzt machen wir mal warm, oder? Vorher. Oh, fuck. Oder ja, jetzt schon. Nee, wir machen es erstmal warm. Wenn es nicht klappt, haben wir Brühe verkackt. Ja. Also wir kochen das erste Mal auch in einer Plastikflasche, muss man auch den Leuten sagen. Ach. Ja, was soll passieren? Wenn wir die nicht mehr haben, sind wir ganz schön aufgeschmissen. Wir haben Plastikflasche gekocht, Chat. Überleg mal. Wir haben es gemacht. Wir haben es gemacht, Chat. Wir haben Plastikflasche. Reinstellen. Was sagst du? Aber durchbrennt, gell? Ja, perfekt. Perfekt. Du steht nicht auf dem Feuer. Leg ins Feuer, perfekt. Hey. So haben wir es gelernt. Auch Survival Martin hat mir gesagt, du kannst in Plastikflaschen kochen. Diese Nalgene-Flasche ist eher auch etwas dicker. Kann man machen, ja, oder? Chats. Kann man machen. Komm, ich heb's mal. Pass auf. Nee, ganz anders. Ganz anders. Schieb sie hier durch. Ganz anders. Wie? Aber so. Fuck. Guck mal. Gut. Guck mal hier. So. Wir haben nur 100 Minuten. Oh, so viel. Ja, okay. Ja, komm. Passt rein. Unsere gute Brühe. Wir müssen es irgendwie mischen. Ablecken. Wir müssen es irgendwie mischen. Wir müssen es mischen. Geht es? Ja. Löst sich's auf? Lass es schmecken. Boah, riecht schon richtig. Lass riechen. Boah. Ich könnte heulen vor Freude. Die ganze Flasche. So. Hätte man doch mehr Wasser nehmen sollen. Für mehr. Oh. Für mich war es immer so schön zu sehen, wenn Sascha irgendetwas seinem Körper Gutes getan hat. Weißt du so? Da dachte ich immer, gut, Sascha, gut. Weil der hat, du siehst auch jetzt schon bei ihm, der Verfall tritt viel früher ein, ne, als bei mir. Ich bin dick. So, bei mir dauert das, aber bei ihm sofort, der muss jeden Tag trainieren und das ist doch die Seuche am Sport. Für was mache ich es dann? Ich quäl mich monatelang dafür, dass ich dann eine Woche nichts mache und gleich wieder aussehe wie vor Monaten davor. Für was die Arbeit? Für was? Es ist Unsinn. Es ist, wisst ihr, was ich meine? Das bringt gar nichts. Es. Du kannst ja nie aufhören. Es ist perfekt von dem Bonsur her. Perfekt vom Geschmack. Bald in die Dank. Das ist die beste Super. Bald. Ich habe ja hier hunderte. Genommen. Wirklich, ganz wenig. Die Zunge angenippt. Ja, nimm ruhig. Trink doch. Ich box nicht. Ich box gar nicht. Dann würde ich sagen, packen wir da jetzt die Muschel rein für die Hauptspeise. Die Muschel rein, komm, Abfahrt. Jetzt kommt die Hauptspeise. Rein, oder? Perfekt, die Glut. Schmeiß rein. Vier Muscheln. Ey, aber sie sollen nicht zu Kohlrahmen. Ach schon, die müssen schon brutal sein, oder? Ach. Ja, die muss fertig sein. Warte mal, ich gebe dir schnell zurück. Ey, das ist aber auch ein Wunder, ne, was wir für ein Brett da gefunden haben, gell?
Wirklich, oder? Natürlich, ihr habt ja recht, dass man den Körper fit hält. Natürlich, ist vollkommen richtig, natürlich mit dem Sport. Ich rede es mir nur schön, weil ich keinen mache. Oder ich sag mir einfach, kennst du die? Keine Zeit. Oder stell dir mal das vor, das habe ich auch schon mal überlegt. Ich tauche mal ein Jahr ab. So, ihr hört nichts mehr von mir. Und auf einmal tauche ich wieder auf. Maschine. Stell dir das mal vor, wie krass wäre das? Ich tauche wieder auf. Da bin ich wieder. Welcome back. Neue Zähne. Ja, überlegt so. Einfach mal abtauchen, komplett weg und dann wieder da sein, ne? Wisst ihr so? Und dann zack und dann verändert. Nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Dafür, das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Ist die noch zu? Die ist zu. Ist die zu? Ja. Warum ist die? Oh. Und bei der Muschel, ich sag euch ehrlich. Guck mal! Das muss durch sein. Warum? Euer Gefühl. Sagt mal ganz ehrlich. Ich habe die Muschel gesehen und ich hatte gleich so ein mulmiges Gefühl. Ich dachte, Sascha, ich glaube nicht, dass das was ist. Ich weiß es nicht. Diese ganzen, wisst ihr, diese ganzen Verschwörungen von Red Tides und alles, was es da gibt. Keiner weiß genau. Es gibt kein Briefing. Es gab nichts. So, keiner weiß es. So, keiner wusste es. Davor haben wir gefragt, weiß keiner. So, was machen? Das sieht doch, wenn diese Seuche Red Tide heißt, und dann ist die Muschel rot. Also jetzt pass mal auf, ihr sagt alle, ist normal. Jetzt guck mal, Miesmuschel. Miesmuschel, ja? Also keine Ahnung, wo die rot ist. Also da frage ich mich, keine Ahnung, wo die rot sein soll. Ich habe einfach ein ungutes Gefühl. Wisst ihr, was ich meine? So. Und ich habe immer dann noch Romatras Sätze im Kopf, der nur rumgeschrien hat im Pfleger. Da ist die Seuche, da schwimmt die Seuche. Ich denke mir, Scheiße. Scheiße, siehst du? Jetzt einfach rein, oder? Riech erstmal dran, wenigstens. Schneid mal. Oh, riecht fischig. Riecht geil. Warum habe ich schon die Kippe im Mund? Weil wird ekelhaft. Weil ich sowas fressen. Ich brauche was, was gut schmeckt. So, dann, weißt du? Muschelig, ja. Mich retten, weißt du? Ja, ich hatte einfach Angst. So. Ich so, Sascha, mach nicht. Sascha. Sascha hatte so Bock, war ich. Sascha hatte so Bock. Schneid durch. Ess mal, jetzt riskieren wir. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß es nicht. Kein gutes Gefühl. Was war, wie ist das? Orange, rot. Red Tide. Ist es das? Schneid mal damit durch. Rote Verwerbermuscheln können von der Red Tide kommen, siehst du? Was auf schädliche Algen und ihre Toxinen sie wissen. Hier siehst du? Nein, zu dem Zeitpunkt hat uns das ja keiner gesagt. Es gab ja auch gar nichts, das wusste ja auch gar keiner. Weißt du, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, weiß bis heute keiner. Ist so weiß. Das ist komisch. Was sagt ihr? Hm? Nicht, ja. Normal essen? In der Mitte ist sie ja weiß. Was machen wir? Ich weiß es nicht. Und dann ist halt auch die Frage, wie äußert sich das? Jetzt hat die diese Seuche drin. Was passiert? Stirbst du gleich? Geht erstmal, kotzt du nur? Wenn es nur Kotzen ist, nur Durchfall. Was passiert halt, ne? Fuck. Fuck. Wie riecht's? Muss er jetzt sein Leben jetzt riskieren? Also es riecht. Ah, es riecht nach Muschel. Probieren wir es mal, schlucken sonst nicht runter. Komm. Oder? Ja, komm. Dann machen wir es halt. Oder? Ja, aber nicht runterschlucken, ne? Ey, Sascha, wirklich, das ist echt. Wenn wir die falsche Muschel. Boah, ist lecker. Boah. Boah, schmeckt wie Steak. Schmeckt wie Fleisch. Unglaublich gut. Oh. Ich schluck. Es hatte wirklich so einen Geschmack. Also du schmeckst ja kein Gift raus, oder ich weiß es nicht. Es hatte wirklich so einen Geschmack. Wie so Hühner. Also nee, wie so ein Steak mit bisschen Fisch im Abgang. Also so. Wir haben es ja auch richtig eigentlich schon kohlrabenschwarz da gegrillt. Na? Ja, schluckt. Warum schluckst du? Das ist so lecker. Ich sag doch der Körper, dass es mir nicht sitzen kann. Wenn ich es right hätte. Vielleicht hätte man auch einfach die alle essen können. Mhm. Das wäre nichts passiert. Wie Steak, oder? Sag mal. Ja, wie Steak. So, na, komm. Wie Lachsfilet. Ja. Gebraten. Ja. Hast du runtergeschoben? Ja. Mach noch eins.
Ich dachte, dann habe ich Angst gekriegt. So, mach noch eins. Warum? Sascha, mach nicht noch eins. Ehrlich, ey, wenn, stell dir wirklich vor. Oder du hast bleibende Schäden oder sowas. Alter. Ich hatte so, ich weiß noch, wie ich in dem Moment wirklich kein gutes Gefühl hatte. Einfach kein gutes Gefühl. Kennt ihr das? So, es gibt auch manchmal dieses komische Gefühl, dass du sagst, oh, lieber nicht. Ich habe das nicht oft. Ich habe das nicht oft. Ist auch noch schon. Verdammte Kacke, Sascha. Wenn das wirklich Gift ist. Dann war es ein leckeres letztes Mal. Dann gehen wir heute Nacht. Das ist wirklich kein Spaß, ne? Lass lieber, eine reicht. No joke. So. Erzähl mir, du hast Produktionstag gedroht, hast abzubrechen. Ich habe gar nicht gedroht, abzubrechen. Ich habe es mit Sascha letztens nochmal gehabt. Habe ich nicht. Ich wüsste nicht, dass ich gesagt habe, dann brechen wir hier ab oder sowas. Der kam mit dem Briefkastending, habe ich dem gesagt, pass auf, keine Briefings. Wir fressen hier, die Sascha frisst auch noch mehr Muscheln. Was ist mit den Muscheln? Dann sagt er so, dann sagt der Typ so, pass auf. Dann dachte ich, Alter, ich stehe komplett im Wald. Dann steh. So, pass auf, der Typ sagt so. SD-Karte, gut. Der Typ sagt so, ihr lebt da noch. Na also. Ich dachte, willst du mich verarschen, Alter? Ey, ihr habt hier keine Briefings gehabt, da habe ich gesagt, ey, und ich sehe, du kannst Sascha nicht sagen, ich kann es nicht verantworten, dass Sascha, weißt du so, wirklich, dass der sich die Dinger hier reinhaut. Ihr lebt doch noch. Also, dann denke ich mir, Alter, so, pass auf, Panama, jeder Giftbaum wurde mir gezeigt. Gott sei Dank, jeder Giftbaum. So eine komische afrikanisierte Biene wurde mir gezeigt. Wenn du die stichst, wusste ich, was passiert. Dass ich hier Schwellungen kriege. Ich wusste alles. Hier nicht. Wir wussten ja nicht mal, wo wir ausgesetzt werden, welchen Gefahren da droht. Wir wussten ja gar nichts. So, dann sagt er mir so, dann habe ich gesagt, pass auf, da tickst du noch ganz richtig. So, mach deine GoPro an. Dann hat er die, der hat er hier oben so eine GoPro, habe ich gesagt, zeig das alles. Pass auf, das geht so nicht. Die haben uns kein Briefing gegeben. 7, 8 Stunden, 9 Stunden vorher. Das Ding sollte gar nicht stattfinden. Kein Briefing hat stattgefunden. Wir saßen da auf unserem Hotelzimmer. Ja, ja, da kommt irgendwann einer. Dann hieß es, findet alles nicht statt. So, also gehen wir auch nicht raus. Dann morgens so eine Hiobs-Aktion. Alle raus. Das geht nicht. Wenn Sascha, der will hier mehr essen. Ich brauch's nicht, ich bin fett. Wenn der hier mehr frisst, das hat ein Nachspiel. Sowas habe ich gesagt. Kannst du ihn sagen? Max und Johannes. Dann pass so, pass auf. Dann fährt er. 10, 15 Minuten später sehe ich von Weitem das Boot wieder. Ne? Die waren ja jeden Tag da mit dem Boot. Ne? Sehe ich das Boot wieder. Nicht essen! Nicht essen! Nicht essen! Denke ich mir, Alter. Und dann denke ich an die ganzen Affe und Hanna. Ne, und da halte ich mich so mit Sascha und denke mir, pass mal auf, was machen die? Was ist, wenn Kevin sich die Dinger reinpfeift und das wirklich so eine Scheiß, du kannst sterben, solche ist. Wir wissen es nicht. Wir haben überlegt, Red Tide, was heißt das übersetzt? Die rote Enge, weißt du so, warum ist die eng? Was kann eng bedeuten? Schnürze die Luftröhren ab. So weit sind wir dann, dass das schon, weißt du so, dass das schon Psychosen hat. Und jetzt, wie soll ich das? Und dann haben die, glaube ich, auch geschnallt und haben den Teams allen gesagt, dass die das nicht essen dürfen. Und dann habt ihr ja gehört, bei Kevin oder was, dann haben die gesagt, ey, ihr dürft das nicht essen, ne? Ihr dürft das alle nicht essen, weil das wirklich anscheinend lebensgefährlich war. Ich glaube, vielleicht haben sie es aber auch gesagt, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, weil sie es selbst nicht wussten. Das weiß ich nicht, ne? Ich glaube, auch jetzt weiß es keiner, was Red Tide genau, wann das ist, wie das, keiner weiß ja auch, wie das aussieht. Wie sieht das aus? Die rote Enge. Keiner weiß es. Und ich hatte einfach ein komisches Gefühl. Sascha hat trotzdem jeden Tag diese Muscheln gesehen. Und mein Herz hat so geblutet, weißt du? Sascha hat so diese Muscheln gesehen. Und ich habe Sascha immer angemerkt. Und ich sag, Sascha, bitte. Aber ey, ich kann verstehen, der Geschmack und so. Hätte man gewusst, stellt euch mal vor, man hätte das einfach essen können. Dann hätte jeder jeden Tag da ohne Ende fressen können. Ne? Dann hättest du da ohne Ende davon gehabt. Ne? Ja? Die rote Enge, Chat, die rote Enge. Das heißt rote Flut? So, die Hanna fleißig am Schnitzen. Sieht schon richtig, richtig gut aus, finde ich. Hättest mal das Zeug gefressen, wäre es schlauer. Dass aber die anderen gar nicht die Muscheln genommen haben. Oder habe ich das nicht gesehen? Haben irgendwo anders irgendwelche, warum haben die eigentlich, die haben nirgends diese Muscheln auch mal in der Hand gehabt, oder? Ich dachte, ich hab immer an Affe gedacht, der ist alles scheißegal, die ist das. Ich habe immer an die gedacht, ihr kennt Affe. Der ist alles egal, die haut sich das Zeug rein, ist der wurscht. Hat sie, Affe doch, gut. Siehste, habe ich recht gehabt. Um was aufzuhängen oder. Pippi ja. Langstrumpf, die echte wieder. Nein. So nah ran. Mal gucken, wofür das genutzt werden kann. Und ich werde jetzt hier mal Kerben reinhauen, links und rechts, damit unser Bettgestell auch ordentlich steht. Gut, aber der Stock. Der ist da nicht da rumgelegen. Wo kommt denn der her? Der hat der richtige Leim. Oder wie heißt das? Der hat eine Grundierung drauf. Der ist lackiert.
Der ist lackiert. Der ist ja richtig schön fertig. Der ist ja tipptopp. Wo hat denn der drin gestöpselt? Eben noch der ein bisschen ja Leder geschnitzt hier an meinem Bogen und da jetzt ordentlich, was sagt man? Eine Riesensalzstange. Noch eine. Ja. So, ich mach jetzt immer von beiden Seiten hier. Ey, das haben die doch was. War in der Flasche drin? Wir werden langsam das Holz rausschlagen. Wir werden später wahrscheinlich auf den Betoner noch mal ein bisschen also kleiner machen, weil der... Das sind keine Stöcker, die sind industriell gefertigt. Sag ehrlich, Chat. Warum sehen die so aus? Das sind keine, die irgendwie... Schau mal, hier vorne. Und die haben beide hier so ein Ding. Das ist komisch. Das ist einfach, das schlägt mich einfach selber an. Und dann immer von beiden Seiten. Und dann Hochstuhl. Langsam, aber sicher raus. Kommt vom Kamerateam. Oh, das ist jetzt meine Arbeit. Knossi sieht so dünn im Gesicht aus, wahrscheinlich durch Krankheit. Ich habe einen geilen Klopper gefunden. Der ist einfach richtig perfekt, um darauf hier rumzukloppen und damit seine Dinger besser zu bauen. Da bekommt man nämlich viel tiefer rein und schlägt sich nicht immer selber in den Ellbogen rein. Gleicher Messerhersteller wie wir. Den hatten wir auch. Sehe ich schon alle Messer. So, das ist jetzt die Bettkante. Im besten Fall, aber so ist besser. Ja, so ist besser. So hält es ganz gut in den Rillen. Da können wir ein bisschen gegentreten. Und ja, fühlen uns besser. Hanne? Oh, jetzt kommt mein Lieblingsteam. Ruhe, mein Lieblingsteam, mein Lieblingsteam. Feierabend eingeläutet. Haben aber eine ganze Menge geschafft. Fast 10 Stunden heute. Knuppelt. Und das Ergebnis ist natürlich nicht fertig, aber wir sind gut weit gekommen. Guckt mal an, was wir hier gebaut haben. Sieht super aus. Sieht super aus, Chat, oder? Sieht super aus. Haben hier die ganze Konstruktion, das Konstrukt gebaut. Nee. Nur vorne hui, hinten pfui. Ich dachte, Alter, ist fertig. Ich dachte wirklich, ist fertig. Die haben das, ist nur fake. Mit Stämmen so und so. Provisorisch ein bisschen was mit den Tannenzipfeln ausgelegt. Eishow-Speed hat es gemacht. Umknotet mit dem blauen Seil, was wir gefunden haben. Ist aber keiner von uns Deutscher, oder? Und hier drunter. Eishow-Speed, habe ich schon mal gehört. Kann man erahnen, dass das über die nächsten Tage sehr, sehr sexy wird. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Motivation geschöpft. Also, Lars Schlappen nur noch am Lügen, Alter. Das ist ja klar. Der lebt jetzt in der Lüge, bis er es selbst glaubt. Ist ja wahr. Das ist aber so. Du musst jetzt das Beste, red's dir gut. Du musst jetzt, es ist so. Ja, es ist so, aber ich verstehe es vollkommen. Ich nehme das ist auch keine üble Lüge. Das ist völlig okay. Das ist so eine Lüge. Ja, ich mach jetzt so, zieh jetzt so irgendwie Scheiß drauf. Mach weiter, bis dein Inneres bricht. Komm. Die Tage, unsere Villa hinzuknüppeln. Stockholm-Syndrom. Es läuft. Und weil es so gut läuft, natürlich alltägliches Szenario. Wir gehen noch mal kurz zum Strand runter und machen den täglichen Flip. Heutiger Flip ist ein Wallflip, absoluter Klassiker. Das heißt, ich trete gegen die Wand, mache dabei einen Rückwärtssalto. Oder muss ich einmal noch mal was sagen? Ja, dann sagt, ich bin Rentner, aber ich entwickle mich in eine Richtung, wo ich denke, Bruder, mit 20 dachte ich auch, ich bin unsterblich. Wisst ihr, was ich meine? Aber ey, ich habe da was gesehen bei einem dieser Jungs, der ist ja aus einer Gruppe. Ich konnte das nicht. Ich habe mir das angeschaut. Und es hat mich so fertig gemacht. Ich dachte, irgendwann passiert bei denen was. Wann kommst du dann nach Ingolstadt? Jungs, das geht nicht. Ihr seid jung, aber ihr denkt wirklich, ihr seid unsterblich. So, aber das hier, als ich das gesehen habe, dachte ich wirklich, das kann man vorher nicht testen. Und der Jubelschrei, der danach kommt, ist ja nur, wow, juhu, ich hab's überlebt. Ich zeige euch das jetzt. Nichts für schwache Nerven. Bruder. Junge! Ja! Alter! Ja! Ich habe das gesehen und dachte mir wirklich, ey, ihr macht da einen Schneeberg. Das ist eine Höhe, in der, weißt du, und dann irgendwann sitzt mal einer im Rollstuhl und man, sein Leben lang bereut man, was man da gemacht hat. Und ich habe dann drunter stehen, keine Ahnung, ich mache bei diesen Videos echt Sorgen. So, mach keinen Unsinn. Das hat mich echt, ich habe mir das so oft angeguckt, habe es meiner Frau gezeigt und habe gesagt, Alter, das ist das erste Mal, dass ich ein Video sehe. Man kennt ja noch, wisst ihr noch, diese Videos, die mal aus Russland kamen, wo Leute oben geklettert sind. Und dann kam die Meldung, da ist einer gestorben. So Videos, die man sich nicht, die du nicht lange hingucken konntest, wo du auch zu Hause sagst, ey, das kann ich nicht. Aber Alter, und ich habe dann so gelesen, wie alle das so extrem abgefeiert haben,
ja, also das, die Kommentare, die ich damals hatte, waren auf jeden Fall. Naja, das sind die Kommentare auch eher schärfer. Als ich da dachte, ich alle, wow, geil, geil, geil. Und dann habe ich mir die Profile angeguckt, es waren also junge Kerle. Mann, wir sind nicht unsterblich. Ich will es nur sagen an der Stelle. Wenn ihr sowas macht, das lässt sich auch nicht ausrechnen. Wenn du da falsch aufkommst, nur ein bisschen, um ein paar Zentimeter, wenn da irgendwas ist, dann dein Rücken, der verzeiht dir das nicht. Jahrelanges Training, ja, mit 20 Jahren oder ich weiß nicht, wie alt der ist, aber sehr jung. So, da habe ich mir echt, da dachte ich echt krass. Und das sind dann nur so Dinger. Wie hoch ist denn? Bruder. Ja! Ja! So. Was ist die Freude? Ist die Freude, du hast es überlebt oder dass du es gemacht hast? Ich fand das schon, ey, macht keinen Unsinn. Ich verstehe das, euer Hobby und sowas. Aber es ist so, vielleicht bin ich auch schon mit 37, vielleicht ist bei mir der Verstand, setzt der Verstand auf einmal ein. Nee, aber wir haben damals so nicht gemacht. Ich finde es einfach nur ein bisschen, macht euer Zeug, aber macht nicht so, dass, bis einer heult. Bis einer heult. So ein Looping, was der da jetzt macht, ist doch gut. Beeindruckt uns. Die Energie noch reicht, um das vernünftig zu machen. Ich bin gespannt. So gut! Gut! Hat er gut gemacht, der Junge! Super! Perfekt! Genau, der Staumbahn. Nein! 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 Gugulugu! Super! Gugulugu! Reicht doch, oder? Gut! Ja! Ja! Wow! Juhu. Reicht noch. Energie ist noch da, trotz wenig Essen und alles. Aber es war schon, der Sprung am ersten Tag war schon anders als der jetzt, gell? Also es war schon, oder? Es war schon anders, ne? War schon schwächer. Geil, ich bin happy. Not bad. Trimax-Romator noch, dann gibt's Handyhüllen. Dann, ich hau auch gleich zwei Stück, drei Stück raus. Ich designe für meine Frau und dann hauen wir raus. Seid ihr bereit, Chat? So, das Projekt mit heißen Steinen abkochen geht weiter. Wir probieren hier irgendwie Feuerholz aus dem Sumpf zu ziehen. Ich suche jetzt Steine. Das sollte aber kein Problem sein, hier sind ja überall welche. Wir wollen die in die Ecken legen. Seht ihr gleich, was ich meine. Deswegen müssen die relativ flach sein. Aber auch nicht zu klein. So, ich habe jetzt die hier geholt. Die können wir hier ultra chillig hintun, ohne dass sie reinfallen, weil sie nicht rund sind. Ja, gut. Und die können sich super erhitzen, sind aber noch dick genug, um Wärme zu speichern. Gut. Und wenn wir die schon hier hinlegen und die volle Hitze ballert. Ja. Ich bin echt gespannt, wie viel Steine wir brauchen. Ja, wie viel Steine wir brauchen, um das zum Brennen zu bringen. So, wenn wir die hier so hinlegen. Das Ding eigentlich gute Taktik, ne? So, die haben keine Chlortabletten dabei, die wollen mit Abkochen machen, in Stein heiß machen und ins Wasser schmeißen. Sehr schlau, oder? Ich find's sehr schlau. Ich find's gut. Gibt es bei Steinen Unterschieden? Ist einer schneller warm? Steinofen wäre das Beste, ne? Der Steinofen. Wahrscheinlich. Hier, ja. Steinofen steigt. Klein habe ich sogar mitgebracht. Alter, das ist so vom Augenmaß gedacht. Wie kriegen wir die komplette Fläche ab? Weiß nicht. Wie wächst überhaupt ein Stein? Woher kommt der Stein? Ist der Stein vom Himmel gefallen? Ist der Stein ein Meteorit? Woher kommt der Stein eigentlich? Wie ist der Stein gewachsen? Genau, der Staumbahn. Wie ist er gewachsen? Wie ist ein Stein gewachsen? Ich frage euch jetzt mal. Wie ist zum Beispiel der Steinofenstein gewachsen? Und wie wird er viereckig? Wo züchten die denn? Ich frage euch. Ich frage nur einfach mal. Jetzt sitzen nämlich alle zu Hause. Ja. Wie wächst der Stein? Und wie lange braucht er? Und wächst der hier noch weiter? Und wäre in 300 Jahren noch ein Stück größer? Das sind die Fragen. Ziemlich genau. Okay, dann das Wasser holen. Und ich weiß es nicht. Okay. Bin verdammt gespannt. Okay, für Steine brauchst du aber auch. So, also das sieht ja schon mal sehr professionell aus, die Vorbereitung. Ja, ja. Aber Leute, wir haben das ja alles nicht gemacht. Mit Bartflechte nicht. Mit den komischen Sachen, die wir eigentlich entastet haben. Mit fucking Mangrovenbüschen. Udo und Andrea, dein Sohn guckt nur Scheiße. Nämlich hier. Ganz liebe Grüße zu diesem tollen Kind. Wirklich toll. Aus dem wird was, Udo und Andrea. Aus dem wird was. Kleiner Spaß. Ruhe. Und mit Treibholz.
Und mit Steinen. Ruhe, Spaß. Und mit braunem Wasser in Kanistern. Gut. Sehr gut. Gut. Feuer machen war kein Problem mit Feuerzeug, ist klar. Gut. Fantastisch. So. Aber kleine Hölzer machen, das noch ging mehr? Immer auf den Sack. Das habe ich immer übernommen. Kleine Hölzer schneiden. Ich leg die großen rein. Ich immer übernommen. Sieht man nicht, aber habe ich gemacht. Es ist klitschnass, deswegen. Und wir haben eine Frage beantwortet. Steine entstehen auf verschiedene Arten. Sie können zum Beispiel aus zusammengepresstem Sand oder erstarrtem Magma. Vulkanausbrüche, natürliche Abtragung und Erdbeben bringen das Gestein an die Oberfläche. Gletscher haben Steine weit getragen und geformt. Denkt drüber nach, wenn ihr das nächste Mal einen Stein nehmt und den übers Wasser flippt. Es ist unglaublich, dass es diesen Stein überhaupt gibt. Ehrt alle Steine. Ganz ehrlich, jeder Stein, der mein Sohn mir bringt, ist für mich ein wichtiger, guter Stein. Weil überlegt mal, das ist Lava. Was? Das ist besser. Stopf die mal richtig rein da. Feuerzeug muss big sein, vom Big. Das sind die besten. Big Feuerzeug. Deswegen habe ich so viel geholt. Mhm. Ja, das ist eine gute Idee. Alter, scheiße, die Handschuhe sind abgebrannt. Nein. Wie heiß ist das? So heiß ist es. Nur die Außenschicht. Das ist gut. Der Stein darf nicht reinfallen, wir wissen nicht, wie wir den rausfinden. Das ist wirklich eine gute Idee. Ja. Gell? Oder? Wie viel Power haben diese Steine? Kriegen wir das damit schon gekocht? Ich sag, mit drei Steinen kriegen wir es gekocht. Drei Steine werfen wir rein und das Ding hier kocht. Das ist viel Wasser. Das ist gut. Oh, ich bin ganz nervös. Wie lange lassen wir die da drauf liegen, ist die Frage. Sind meine Nierensteine auch aus Lava? Ja. Oh, gute Frage. Ja! Yeah. Ich würde den ersten schon runternehmen. Wirklich? Sicher, sicher. Ihr schreibt nur Scheiß wieder. Ihr schreibt wieder nur Scheiß. In wenigen Minuten. Ich nehme mal einen Stein runter und tu ihn hier rein, ja? Hat das gezischt überhaupt? Ja, ein bisschen. Blubbert auch. Na, gar nicht. Stein da rein. Ja, geht. Na, gar nichts, gar nichts. Nochmal, was haben wir uns alle vorgestellt? Dass da Dampf aufsteigt. Was haben wir uns gerade vorgestellt? Was wirklich passiert? Was ist das denn? Alter, was ist denn das für ein Schrott? Das ist ja gar nichts. Das ist ja wie, wenn ich die Wurst ins Klo hämmer. Nix, plopp, nix. Auf dem Stein. Jetzt den anderen? Ja. Der ist ausgegangen direkt. Oh ja, glaube ein bisschen mehr und der auch noch? Ja. Wo denn? Der war nicht so heiß. Und jetzt? Was denn? Wo? Passen fast keine Steine mehr rein. Wir müssen mal überlegen, was wir hier machen. Das machen wir alles nur, weil wir kein Wasser haben. Das ist beim Abkühlen von so einem Stein raucht's doch. Das gibt's doch nicht, Alter. Der hat einfach eine Wurst in den Kanister gelegt. Ja, und sich dann aber auch, man muss sich ja auch, dann musst du auch den machen, ne? Gugulugu. Das geht. Das blubbert. Der blubbert noch besser. Das ist einfach eine ganz normale Blase, weil ein bisschen Luft mit dem Stein, mit dem Flupp, eine Blase. Nix, Alter. Das ist wie wenn ich bei uns im Europapark 20 Cent immer an der Geisterbahn im Brunnen. Guck, Mubi, wünsch dir was. Ich den blauen Power Ranger. Ja, der kommt. Da macht's auch kurz einmal Flupp. Komm, weiter. Filter mitgenommen haben, wie Fritz. Wir wollten keinen Wasserfilter mitnehmen, weil das, also weiß ich nicht, passt zwar in die Flasche, aber wäre zu free, ist irgendwie, trinkst du aus dem Wasserfilter, weißt du? Ja. Das war wirklich wild. Und kochen mit Steinen. Fritz und Martin können an diesen braunen Kackfluss gehen, Strohhalm reinhalten und trinken. Aber dafür ist den richtig langweilig, sage ich. Oh, tu den mal rein. Der ist heiß, den tu mal rein, halt die Kamera. So sehe ich aus, ich sehe viel beschissener aus als du. Echt? Ja. Wieso? Du siehst ziemlich fertig aus, ja. Aber so siehst du halt aus, ne? Ja, der Typ versteckt sich hinter... Wie sehe ich dann aus, ihr Arschlöcher? Streitet euch bloß ruhig darum. Wie sehe ich denn dann jedes Mal aus? Hä? Sick the lun, Alter.
regen sich immer auf wegen dem Aussehen oder was. Also ich finde jetzt auch wirklich, keine Ahnung, also das ist, und auch bei den beiden, weißt du, was ich meine? Das ist ja auch, die beiden, ehrlich, ey, das ist, weißt du, wenn der Chihuahua zum Dackel sagt, wie sehe ich eigentlich heute aus? Ach, Bruder, wenn du dann als Außenstehender da die Hunde beobachtest und denkst, was? Frag doch mich mal. Was ist denn, was erzählt ihr denn? Ehrlich, was erzählt ihr beiden denn? Ein Cowboy-Hut, einem Schnauzer und einer Brille. Korrekt. Ich finde, Rumatra ist einer, der optisch, man darf nicht immer an Schönheit denken, einer, der die optische Merkmale hat, um im Gedächtnis zu bleiben. Das ist mal nett formuliert. Der hat optische Merkmale und bleibt den Menschen im Gedächtnis. So, weißt du, was ich meine? So, oder? Das ist so. Da gibt es andere Kandidaten, die stellst du in eine Reihe von 20 Leuten, alle gleich. Aber ein Rumatra, der sticht raus. Und das ist, an den erinnert man sich doch. Ne? Muss auch echt sagen, Rumatra, auch, wir hatten ja, da kommt noch ein Kaufland-Spot mit Rumatra. Auch, Alter, der ist geisteskrank. Da denkt ihr wirklich, Alter, was haben wir? Das war schauspielerisch. Also was wir da gemacht haben. Von Trimax hat man einfach gesagt, du stehst nur da. Du sagst nur ja. 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 So, dann ging das. Das hat ein bisschen gebraucht, aber das ging dann. Aber auch Wieland ist auch ein Typ, ein absolutes, der ist gut, der Junge. Ne? Der ist wirklich ein Lieber. Wer guckt denn, möchte ich mal von euch wissen, wer guckt den gern? Der streamt ja auch, oder? Ich habe noch nie einen Stream gesehen. Ich wüsste nicht mal, wie bei dem Streaming-Setup aussieht. Habe ich noch nie gesehen. Wie ist der, wer guckt den von euch? Wer hat den schon mal geguckt? Ich muss mir mal einen Stream angucken von dem, wie der da sitzt. Das, und wie der redet. Ich weiß gar nicht, wie der im Stream, wie er sich gibt, wie er redet, was da so passiert. So, ne? Nix, oder was? Der sitzt dann da. Ich muss mir das mal angucken. Ist der in Island gerade? Wienstock? Nein, das ist ein richtig guter Junge. Ja, der ist geil. Warum streamt der? Hat doch Uni-Abschluss. Ja, wahrscheinlich, weil es ihm Spaß macht. Also, ich gehe mal davon aus. Also, bei den Streamern, Rumatra, der ist ja, also das ist ja, der müsste ja nicht streamen, oder? Der macht das, weil es ihm, glaube ich, weil es seine Leidenschaft ist, denke ich, ne? Oder? Habt ihr auch das im Gefühl? Ja, ne? So, einsteigen rüber? Ja, musst du jetzt schnell machen, der ist richtig heiß geworden. So muss es zischen. So muss es zischen, das hat vorher so nicht gezischt. Noch einen. Den dicken? Ja. Warte, guck. Es blubbert die ganze Zeit. Es raucht. Einmal kurz festhalten. Es hat aber geraucht. Es hat geraucht. Dieses heiße Wasser ungesünder ist als Mikropoforte. Wir wissen nicht, dass es heiß ist. Droplet. Wir wissen nicht, dass es heiß ist. Wir wissen nicht, ob es heiß genug ist. Und da ist so viel Asche mit reingekommen. Das sind richtig große Stücke Asche vom Holz. Nimm doch mal einen Schluck. Ja, trink doch mal jetzt. Gut, wollte ich noch festhalten. Aber das ist richtig, das ist eine Plörre. Klar, eine abgekochte Plörre, aber es ist jetzt nicht nur das braune Sumpfwasser, sondern zusätzlich. Hör doch nicht rum, das ist nicht anders, wie wenn du vom Aldi die Magnesium-Tablette holst. Kennst du diese Billigdinger für 39 Cent? Hier, nehme ich mal mit, tu mein Körper was Gutes. Vitamin dies, Vitamin das, Kohle-Tablette gegen Durchfall, rein, dann sieht das auch so aus. Hab dich mal nicht so. Das ist das Gleiche, bloß von der Natur. Nicht gepresst und nicht gepökelt, sondern einfach so. Das kannst du trinken. Trink doch so. Ey, ganz ehrlich, wer würde jetzt eher das trinken als das Wasser davor von euch? Wie würdet ihr euch entscheiden? Die Steine plus die ganze Asche. Ja. Und das hat alles 100 Grad. Ja. Mindestens. Ist doch dann nicht schlimm, da lebt nichts. Guck mal, wie das am Kochen ist. Wir müssen die alle da reinlegen ins Feuer, Max. Ja, ja, das geht. Siehst du ein, oder? Ja, können wir auch gefühlt die Kohle reinschmeißen, dann transportiert die auch Wärme rein. Wow, wie das kocht. Toll. Also es kocht nicht, aber es zischt. Warum? Zischt wahrscheinlich gerade unten durch das Plastik durch. Warum? Warum ist das so? Ey, ich sag dir, bei dem Plan, also so wie das gerade aussieht, ich würde komplett die Planung umwerfen. Ich würde das nehmen und würde Naturfilter bauen. Mit Sand, mit Steine,
Blätter und in der Flasche so viel Zeug aufeinander schichten und dann Wasser oben reingeben, unten wieder auffangen und das saufen. Wenn ich nichts anderes hätte, würde ich das machen, statt dem hier. Wirklich, ich würde eher das machen, ne? Mister? Ey, ich weiß zwar nicht, was die anderen Teams gerade essen. Ja. Aber wir sind hier mit Kelbrösten beschäftigt. Schönes Seegras. Heute Morgen frisch geerntet. Frischer kriegst du es nicht im Supermarkt. Ach nee, das kriegst du ja nicht im Supermarkt, weil das voll scheiße ist. Da ist einfach unten alles abgebrannt. Nein, nur der eine. Ich wusste gar nicht, dass Kelb brennen kann. Respekt. Hier ist gebrannt. Respekt, Alter, dass du Kelb zum Brennen bringst. Was mich nervt, dass es immer noch klipschig ist. Es gehört nicht auf, klipschig zu sein. 1% noch. Ich esse das jetzt, bevor die Kamera leer ist. Filmst du mich kurz? Ja, genau. Ich esse die Scheiße. Mach schnell, mach schnell. Max, ist das getrocknete Kelb. Auf geht's, im Mund damit rein. Auf geht's. Und schmeckt's besser als vorher. Nee. Bruder, an wen hat er mich gerade erinnert? Alter, woher kenne ich denn den? Alter, woher kenne ich denn den? Alter, woher kenne ich denn den? Woher kenne ich denn den? Da ist er doch. Hier ist er doch! Hier ist er doch! Der Echte! Jawohl! Arr, arr, arr! Oder die Goonies, auch gut, oben eingedrückter Kopf. Doch, doch gerade. Irgendwie erinnert er mich an ganz anderen Menschen. So diese ganz andere Facette von gerade, ne? Ja, wirklich. Also ehrlich, ein bisschen Ähnlichkeit ist da. Ne? Da ist er doch, der Allerechte. Yeah! Ja! Schau mal! Nee. Draufhalten. Nomad hat gerade probiert. Einfach ohne Kamera chillig. Ey, Gino Raid, vielen Dank. Gino Campino, Alter, vielen Dank für deinen Raid. Welcome to the show. Danke dir, mein Schatz. Vielen Dank. Lass mal den Cape, den wir da jetzt haben, wegtun, oder? Oder willst du den noch essen? Können wir wegtun, wenn du morgen den neuen holst? Boah, weiß ich nicht. Ja, dann lass ihn lieber da. Lockt aber halt auch einen Bären an. Das aber. Kelb lockt einen Bären an? Ja. Und was mit dem ganzen Kelb da unten? Wenn das da so hängt, riecht das, glaube ich, geiler. Ich habe jetzt gleich nochmal einen kleinen Chip gemacht. Und ich glaube, die Bären essen so über die Hälfte Kelb. Aber hier liegt doch überall Kelb. Aber nicht so tolle Blätter wie wir, die da haben, ehrlich gesagt. Musst du sagen. Also die haben Unterhaltungen, Alter. Also ich stell mir vor, ich habe mit Sascha darüber geredet. Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen. Überhaupt, das sind Unterhaltungen. Das ist Wahnsinn, dass wir hautnah dabei sein können. Ne? Reality Show 2.0. Mit in dieser engen Freundschaft bei den beiden dabei. Die streiten sich darüber. Sie haben Seealge, die überall da liegt, oben, dass die aus dem Camp muss. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Denkst du, der Bär kommt jetzt und schnappt sich diesen Kelb? Hm. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,5%. Ja, das Wasser. Trink das jetzt. Du trinkst das, ich trinke eine Flasche. Was? Ja. Wieso denn? Wieso trinke ich das? Ich trinke das, dann füllst du die Flasche um. Dann füllst du in deine Flasche und ich trink's. Und hier raus trinkst du es nicht? Ich trink's aus der Flasche, trinke ich. Das ist ein Scheiß. Ja. Füllst du deine Flasche und ich trinke. Das ist 700% öliger als das, was in deiner Flasche drin ist. Dann kipp es weg und dann nimm das hier. Nein, wir kippen es nicht weg. Einmal wenigstens noch durchs T-Shirt filtern, oder? Oder durch den Socken? Nee, Socken nicht. Durch die lange Unterhose. Einmal noch. Einmal durchjagen. So, wollen wir das jetzt hier beide trinken? Ich trinke dann meins. Das kannst du nicht vergleichen. Okay, weißt du auch. Dann trinke ich das auch. Gut. Hoffentlich geht's irgendwie. Hoffentlich geht's irgendwie. Alter, nicht zu viel, Max. Nein, wir machen das leer. Wir machen das leer. Weißt du, was noch abgefuckter ist? Was? Als die ganze Asche, die da drin ist. Was? Und das, alle diese 1 Milliarde Pigmente. Ja? Boah, wie viel hier auch eine riesen Schicht ist. Hier liegt ganz viel im Wasser drin hier unten. Ja, der ganze Dreck halt. Was noch Asche. Abgefuckter ist, dass ich gesehen habe, wo es herkommt. Dieser scheiß Mangroven-Kacksumpf, wo das steht und da nur Frösche reinscheißen den ganzen Tag.
Dieses braune. Ey, du hast mit allem recht, was du sagst. Scheißwasser. Wir hätten da gar nicht hochklettern dürfen. Jetzt wisst ihr, wie kacke unser Fluss ist. Boah, da schüttelt es mich. Ja, guck mal. Hab ich jetzt gerade mich an so physikalisch geschüttelt. Ja, weil es scheiße ist. Aber was sollen wir machen? Ey, ich glaube, von der Ausgangslage geht es uns gerade von allen Team am schlechtesten. Ja. Aber vom. Nein, Fritz und Martin, oder? Die draußen sind, die nicht mit ihrer Zeit, die denken, oh mein Gott. Nein. Von welchem anderen Team? Gibt es doch ein anderen Team schlecht mit Trinkwasser? Nee, ne? Nein. Geht keinem, ne? Oder? Physischen und geistigen Zustand nicht. Nö. Ja, wir trinken aus irgendwelchen Plastikkanistern aus Japan. Ja. Mit heißen Steinen. Korrekt. Das macht doch keiner gerade. Das ist das einzige Team, was wir... Wahrscheinlich sind wir das einzige Team, was diese Scheiße gerade macht, ja. Einige Scheiße. Die anderen Teams haben alle einen Wasserfilter dabei. Echt alle? Mhm. Und wir wollten keinen mitnehmen, weil es das zu low ist. Das ist so dumm. Tja, ist die Quittung jetzt hier. Trink jetzt noch, oder lass mich mal trinken. Ich habe auch nochmal, als wir jetzt bei den Spot gedreht haben, ne, habe ich auch nochmal gesagt, wieso habt ihr keine Chlortabletten mitgenommen und so. Ja, dumm, haben sie auch gesagt. Das war echt großer Fehler, die Chlortabletten. Ne. Hätte man sich so viel erspart. Dann gib's mir. Lass mich auch erstmal trinken, bevor du jetzt alles wegtrinkst und ich dann den Bodensatz trinken muss. Das ist sonst alles, du weißt es. Was machen wir mit dem anderen Ding da? Umfüllen in die Flasche. Alter, ist das eine schwarze Blöre. Einfach einbilden, Guinness aus Irland, das gute Guinness. Er verwandelt sich, Achtung. Es ist mockig. Also der Look ist 6-. Ich hab noch nie so scheiß Wasser getrunken. Ist Kohle drin. Hast du schon mal so Wasser getrunken, was so scheiße aussieht? Nein, noch nie in meinem ganzen Leben. Digga, stell vor. Ihm schmeckt's. Der setzt zum dritten Mal an, die Afrikola. Zum dritten Mal. Komm. Ja. Hab ich noch nie getrunken. Der haut richtig rein. So, Ex. Wir kommen aus unserem Shelter raus und müssen alles voll kotzen. Stimmt, er filtert eh nochmal durch den Bart. Das habe ich hier nicht beachtet. Stimmt, er hat ja noch den Lebensfilter an sich. Er filtert ja eh nochmal. Für ihn ist nochmal anders. Dann gebe ich Sebo die Schuld. Weil der, also jeder, ja, hat gesagt, solange das Wasser gekocht ist, ist es sicher. Ja, aber wenn wir jetzt wirklich mit den heißen Steinen das Plastiklegierung von da innen anschmelzen. Das sehe ich halt nicht, ne? Ja, aber weißt du? Oh, ich dachte, wir sind's. Es sind Gary. Wer ist wer? Ich weiß es nicht. So, jetzt wird's ernst. Wir dachten einfach, wir laufen hier noch ein bisschen durch den Wald, ein bisschen scouten ohne Kamera. Und jetzt, Digga, ich schwör dir, da hinten knackt es. Ich hoffe, ihr habt euch aber gefreut über die Gewinne. Aber hey, gut. Bär. Hey, Bär. Ist er wieder da? Er ist wieder da. Hey, Bär. Er ist wieder da. Hat ihm auch noch niemand gesagt, dass es nicht Bär heißt, Bär, ne? Hey, Bär. Hey, Bär. Hier ist auf jeden Fall Code. Hey. Das ist aber keine Wolfsscheiße. Das kann doch nicht sein. Haben die wirklich einen Bären bei sich? Ich dachte, die haben doch alles von der ganzen Produktion so gemacht, dass das nicht der Fall ist. Wie kann es sein? Ist Bierschiss einfach, ne? Es ist einfach Bierschiss. Ist richtiger Code. Das sind... Leck mich am Arsch. Das sind Fischgräten da drin. Ich denke, man kann irgendwie den Warenkorb teilen, macht ihr keinen Kopf. Ist komplett frisch? Ich hoffe. Aber es ist auch nicht steinhart. Ich hoffe. Ja, das kann aber auch an der Luftfeuchtigkeit liegen. Ja. Okay, krass, Fischgräten. So, die Frage, ist es Bärenkacke? Machen die nicht größere Haufen? Aber welches Tier ist sonst Fischgräten? Also Fisch. Ja, in der Größe. Kann es Wolf sein in der... Das muss ja Wolf sein. Die könnte ja kein Bär da haben, sag mal ganz ehrlich, Chat. Also wir sind ja fernab von all die könnte ja kein Bär da haben. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Können die einen Bär da haben? Kann es ein Bär sein, der dahin scheißt? Kann es einer sein? Es könnte theoretisch einer sein. Aber sieht so Bärenkacke aus? Aber so sieht da auch keine Wolfsscheiße aus, so viel.
So viel Wolfsscheiße war bei uns, sah die anders aus. Oder? Okay, krass. Krass. War doch Gary. Okay, wir sind nicht weit vom Lager weg, oder? 100 Meter. 100 Meter circa, ja. Aha. Gut. Ich würde sagen, der Plan wird aber fortgesetzt. Wir laufen weiter, so an der Küste, aber im Wald so ein bisschen nach rechts. Sind jetzt aber auf jeden Fall achtsamer. Und ich sag mal so, das Bärenspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Guter Plan. Ja, war mir schon klar, dass wir irgendeinen Tag Bärenkacke finden. Ja, crazy. Tag 3, ha? Huh? Nein! Hey, Bier! Da ist er doch! Da, da, da. Hey, Bier! Ey, okay, aber ich muss ehrlich sagen, weil wir dachten in den ersten Folgen, alle Intro-Szenen sind schon aus den ersten Folgen, aber diesmal ist es wirklich, das ist Folge 7. In Folge 7. Also das heißt, es ist gar nicht alles aus den ersten Folgen. Ich dachte, es waren die ersten 3, 4 Folgen, da waren schon alle Intro-Szenen weg, aber die ist tatsächlich, hat die sich einer hinten gekrallt. Sehr, 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 sehr nice. Ja, guck, aber die Aufrufzahlen haben schon gelitten auch ein bisschen, ne? Seit Amazon Freebie, oder? Chat, würdet ihr sagen? Ja, ne? Aber Freebie, ich meine, es haben genauso viele Menschen halt geguckt, bloß halt auf einem anderen Ding, ne? Alge.